Wir befinden uns auf Coda, LA und gespawnt auf der linken oberen Position in Blau. Unsere Protoss-Spielerin vom Clan My Insanity, Queenie. Und direkt aus Australien kommt, gespawnt als Rosa Sack, haben wir Livy B. Beide Spielerinnen, wie gesagt, recht bekannte Streamerinnen. Ich denke mal, fast jeder, der jetzt hier ist oder gleich noch hinzuschalten wird, wird sowohl Queenie als auch Livy B mal gesehen haben. Und von daher eben auch wissen, was die beiden so in etwa spielen, auch in den entsprechenden Matchups. Ich persönlich verfolge die Streams der beiden nur unregelmäßig, habe halt eben auch nicht so viel Zeit, da überall in jeden Stream reinzugucken. Von daher müssen wir jetzt eben mal gucken, was dabei rauskommt. So, bei mir laggt es im Augenblick zumindest noch ein bisschen. Ich hoffe, dieser Lag kommt bei euch nicht so sehr an oder liegt jetzt auch nicht an mir, sondern halt eben hoffentlich an all den anderen Leuten. Ich streame jetzt natürlich auf dem NA-Server, die beiden spielen auf dem NA-Server. Ich hoffe also, dass es jetzt nicht an mir hängt oder dass die beiden Spielerinnen jetzt womöglich gleich irgendwie sich wegen Lags beschweren. Sollte aber, wie gesagt, eigentlich nicht von mir auskommen, denn ich habe, wie gesagt, eine fette 50er-Leitung mit einem 10 MB Upstream, also von dem ich im Augenblick nur relativ wenig nutze. So, aber Queenie pausiert jetzt schon das Spiel, sieht also, okay, nicht nach Lag aus, sind nur Health Bars, umso besser. Tja, in der GSL hätte sie jetzt dafür schon eine Verwarnung kassiert. Aber hier bei Roddys Showmatch sind wir natürlich nicht so dahinterher. So, wenn ihr StarCraft-Enthusiasten seid und vor allen Dingen auch Female Gaming promoten wollt, dann schreibt schnell auf Twitter oder liked meinen Tweet, der gerade auf Twitter online gegangen ist. Ne? Spread the word, verbreitet die Nachrichten. So, und jetzt sollte wohl alles klar sein. Ja, da glaube ich, soweit ich das gesehen habe, sogar Avilo dabei ist und das wohl entweder streamt oder zumindest irgendwie zuguckt. Keine Ahnung, was da jetzt zumindest los ist. Dürfte der sich über diese Healthbar-Geschichte auf jeden Fall ziemlich gefreut haben. Für diejenigen, die den Insider vielleicht nicht kennen, Avilo ist bekannt dafür, ohne Healthbars zu spielen, sondern die Healthbars halt eben nur durch, ich glaube, Alt oder Alt-GR zu aktivieren für die Augenblicke, wo er sie braucht. So. Da haben wir die Sonde von Queenie jetzt bereits mal unterwegs auf die andere Seite. Ansonsten bei ihr aber jetzt nur normaler Gateway-Expand. Nichts allzu Ungewöhnliches, wie gesagt, für unsere Protoss-Spielerin hier. Gas jetzt hier auf der Folge. Sie kriegt jetzt einerseits erstmal einen kurzen Überblick, sieht, dass jetzt hier drüben eben frisch der Pool genommen wurde, aber erst nachdem die Hatch platziert wurde. Auch das kein ungewöhnliches Opening für den Anfang. Bisher noch keine von beiden Spielerinnen jetzt dabei, irgendwie sonderlich viel Druck aufbauen zu wollen oder auch jetzt im Augenblick zu können. So, Probe rennt jetzt hier zumindest mal rüber, will einmal kurz nach der dritten checken und die im Zweifelsfalle eben auch ein bisschen länger blockieren, für den Fall, dass Livy jetzt vielleicht eine frühe dritte nehmen möchte, da sie im Augenblick nämlich noch gasless bleibt. Und da sie also kein Gas nimmt, jetzt eben inzwischen schon, aber vorher eben noch kein Gas genommen hat, hatte Queenie vermutlich erstmal befürchtet, dass hier drüben womöglich eine schnelle dritte kommen würde und die wollte sie jetzt zumindest mit der Probe erstmal verzögern und natürlich halt auch feststellen, falls überhaupt der Wunsch besteht, diese frühe dritte jetzt tatsächlich zu nehmen. Livy stattdessen stürzt sich jetzt erstmal hier auf den Extraktor, will also damit jetzt erstmal das erste Gas meinen, wird das dann vermutlich hier in den Brutschleimpool stecken, um das Speed-Upgrade für die Sorglinge zu erforschen oder vielleicht sogar überraschenderweise in einen schnellen Leertech zu gehen. Das würde ich jetzt aber mal eher nicht annehmen, würde wie gesagt eher zu einer ungewöhnlichen Build führen. Queenie in der Zwischenzeit keine großartige Möglichkeit, hier als Protoss sonderlich weit auszuschweifen, sondern setzt jetzt hier hinter ihrem ersten Warp-Knoten dann auf den Cybernetics Core und nimmt sich daraufhin ihr zweites Gas, nachdem sie eben ihre eigene Expansion gesetzt hat und sich hier vorne mit dem Pylon jetzt die Möglichkeit erschafft, hier ein paar Gebäude zu setzen, um dann diese Region hier etwas zu verengen, damit Zerg-Einheiten eben die breite Rampe nicht nutzen können, um hier einfach mal ein bisschen Panik in der Basis zu schieben. So, in der Zwischenzeit sind jetzt hier die ersten zwei Linge von Livy unterwegs, ebenfalls um nochmal ein bisschen Scouting-Informationen zu kriegen und natürlich um die Drohne hier unten zu vertreiben, sodass der Platz jetzt frei wird, um endlich die dritte Basis ungestört nehmen zu können und ohne dass ein lästiger Pylon hin platziert wird, der uns die ganze Basis noch ein bisschen länger verzögert. Queenie hat hier bereits den ersten Berserker draußen. Die Linge kommen nicht sehr weit, einer muss sein Leben lassen. Der andere Ling wird jetzt hier schön vor der Basis platziert, damit
Einerseits Livy B jetzt eben nochmal die Chance hat zu sehen, was werden jetzt hier überhaupt für weitere Gebäude gebaut. Das sind Gateways, damit weiß sie also, dass sie gleich mit Gateway-Druck rechnen muss, sobald diese Gateways hier fertig werden. Denn hier oben ist bereits das Warp-Gate-Upgrade im Bau. Das heißt, sie wird jetzt womöglich vielleicht ein, zwei Linge mehr produzieren, im Augenblick noch nicht. Steigt zumindest jetzt eben schon mal hier in den Sicherheits-Roach One. Für den Fall, dass Queenie sich eben gleich entscheiden sollte, mit Hilfe dieser Gateways, die hier fertig werden und dann eben auch der Warp-Gate-Upgrade, einfach mal auf der anderen Seite der Karte ein bisschen Druck zu machen. Dafür verbreitet jetzt aber Livy B eben erstmal schön ihre Overlords. Ja, sieht jetzt eben zu, dass sie viele verschiedene Bereiche der Karte abdeckt, die nahe ihren eigenen Basen stehen. Falls eben Queenie vorhat, irgendwo einen Pylon auf der anderen Hälfte der Karte zu verstecken, damit sie dann eben Einheiten reinwarpen kann, mit denen sie Livy B dann womöglich angreifen kann. Schön eben auch hier die Position genommen auf dem Highground. Diese Einheit kann jetzt hier nach unten sehen und diesen Bereich überblicken, wird aber selber von Einheiten, die hier unten entlanglaufen, nicht gesehen, weil sie eben hier den Punkt auf dem Highground besitzt, genauso wie dieser Overlord hier, der eben auch Sicht hier rüber gewährt, während allerdings selbst er nicht gesehen wird. So, da fliegt jetzt der erste Hallucinated Phoenix raus. Auch Queenie will jetzt inzwischen mal eine Information kriegen, wohin ist ihre Gegnerin denn techmäßig überhaupt treibt. Im Augenblick hat sie nämlich noch keine sonderlich große Information, wenn wir hier mal kurz in ihren View gehen. Da sehen wir also, dass sie noch nicht definitiv weiß, dass da eine dritte Base genommen wurde. Sie kann sich natürlich denken, was hier passiert ist, nachdem die Linge erstens natürlich ihre Drohne hier weg, ihre Probe hier weggedrückt haben auf der anderen Seite, aber natürlich auch jetzt hier vor eben nicht noch mehr Units bereits an ihrer Haustür klopfen und von daher muss ja irgendwas in der Zwischenzeit passiert sein. Sie konnte also diese dritte Basis natürlich antizipieren, hat jetzt aber logischerweise die vollständige Information und weiß jetzt auch hier drüben Bescheid, dass da bereits ein Roadhorn gesetzt wurde. Aber das daneben entstehende, die daneben entstehende Evolutionskammer hat sie noch nicht gesehen. Wie gesagt, dürfte für sie aber auch sonst keine wertvoll wichtige Information sein, die sie sich nicht ohnehin denken könnte. Interessanter ist da schon dieser Hydra denn, der uns jetzt also definitiv sagt, dass Livy B wohl vorhat, zu einem gewissen Hydra-Roach-Timing anzusetzen, um dann eben entsprechend Queenies dritte, aber zumindest nicht mehr im Aufbau hindern zu können, aber um ihr zumindest dann eben ein bisschen Aggression entgegenzuschleudern. In der Zwischenzeit haben wir einiges an Sentries und Mothership Core unterwegs über die linke Flanke, die im Augenblick noch ein bisschen ungeschützt ist. Wir haben hier zwar einen Overlord hier oben hängen, der wird allerdings die Units jetzt hier drüben noch nicht sehen. Wenn sie ein bisschen Glück hat und die Units hier vielleicht sehr eng vorbeilaufen, könnte dieser Overlord das feststellen, aber dann sind sie im Grunde auch schon fast in der dritten. Und das könnte jetzt in der Tat tatsächlich interessant funktionieren, wenn sie jetzt weit genug hier auf die linke Flanke kommt, dann kann sie womöglich mit Force Wheels diesen Bereich hier komplett absiegeln. Will in dem Augenblick jetzt erstmal hier nur die Queen einsperren. Schön gemacht, schön gesetzte Force Wheels hier von ihr. Leider klappt es hier drüben noch nicht mit den Drones. Das heißt, sie hatte jetzt eben trotz der Force Wheels nicht mehr die Möglichkeit, rechtzeitig hier noch einige Drones einzusperren und die dann ebenfalls alle wegzuknuspern. So wird sich der Schaden jetzt vermutlich in einem etwas überschaubaren Feld womöglich bewegen. Auf der anderen Seite hat Livy B tatsächlich noch überhaupt keine einzigen Units bereitstehen, mit denen sie hier drüben den Einheiten mal Einheit gebieten kann. Sieht tatsächlich so aus, als würde es Queenie gelingen, diese Hatchery hier tatsächlich nur mit Sentries niederzukitzeln und dann raus zu teleportieren. Unfassbar! Das muss, glaube ich, das erste Mal gewesen sein, dass ich gesehen habe, wie Sentries eine Hatchery zerlegen. Unfassbarer Anblick. Livy B reagiert zumindest sofort, indem sie hier drüben erstmal hektisch wieder eine weitere Dritte nimmt. Aber das ist natürlich ein herber Verlust auf der linken Seite. Sie expandiert direkt doppelt, weil sie eben letztendlich als Zerg-Spielerin immer wenigstens eine Basis normalerweise vor der Gegnerin sein will. Aber im Augenblick besitzt sie nun gerade einmal zwei Basen und noch nicht mal eine dritte Hatchery, um zum Beispiel mit der zusätzlichen Larvenproduktion auch die entsprechenden Einheiten zu produzieren. Unglaublich großer Rückschlag hier für Livy auf der Seite, diese dritte Basis hier unten zu verlieren, auch wenn sie die Worker glücklicherweise nicht verloren hat und damit jetzt eben hier oben immer noch auf 60 Workern hockt, aber selbst da sogar Worker technisch im Grunde zurücksteht. Da sie jetzt aber auch nur noch von zwei Basen im Augenblick meint, sieht man, wie sie hier im Augenblick über 600 Mineralien knapp zurückliegt und auch im Gas-Income hinten ist. Und das ist tatsächlich eine Situation, in der man als Zerg überhaupt nicht mehr sein will. In der Zwischenzeit ist hier irgendwo der Spire zumindest gerade fertig geworden, wenn ich das richtig gesehen habe. Da war doch eben gerade noch ein Spire im Bau. Wo ist denn der hin? Wo bist du hin, Spire? Sag mal, Piep. Ist der irgendwo anders gesetzt worden oder hat sie den gerade abgebrochen? Nee, oder? Nee, da sind auch schon die 10 Mutas im Bau. Ich sehe nur gerade den Spire nicht. Wie gesagt, der ist auf jeden Fall fertig geworden, damit wir jetzt eben diese Mutas hier produzieren können. In der Zwischenzeit bereits der nächste Push von Queenie. Auch hier wieder eben die Möglichkeit, mit Hilfe der Sentries hier drüben jetzt die Rampe komplett
zuzumachen und damit eben diese dritte Basis hier drüben direkt wieder rauszunehmen. Livy nutzt jetzt zumindest die Chance, um hier drüben einen Konterpush zu machen, um damit eben, sie weiß, dass sie die dritte Basis hier nicht retten kann, auf gar keinen Fall mit den Einheiten, die sie hat. Sie versucht jetzt zumindest, die ihre Protoss-Gegnerin ein bisschen abzulenken auf der anderen Seite, aber sie wird jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil sie jetzt eben auch einen Großteil ihrer Einheiten hier rüberschickt, auf dieser Seite ebenfalls jetzt noch die dritte Basis verlieren, die andere dritte Basis verlieren, die jetzt hier drüben entsteht. Da drüben zumindest jetzt schon wieder eine weitere Basis im Bau. Livy versucht jetzt zumindest, ihre Drohnen erstmal hier in Sicherheit zu kriegen, ist jetzt in der Zwischenzeit selbst in der dritten Basis ihrer Gegner gelandet. Queenie wird zu einem Rücktransfer gezwungen, noch bevor sie die dritte Basis auf der anderen Seite niederreißen kann. Jetzt eben auch die Mutalisten hier in Queenies Base und die zerreißen im Augenblick eine Einheit nach der anderen, stören außerdem das Mining hier drüben von den Einheiten. Queenie hat zumindest schon Blink fertig, hat damit jetzt zumindest die Möglichkeit, die Mutas aus ihrer Main-Basis zu vertreiben, aber natürlich immer nur kurzfristig, denn diese Mutas können natürlich jetzt schön hier drüben erstmal hängen, können sich selbst jetzt erstmal schrittchenweise hochheilen und dann entweder an derselben Stelle oder an einer anderen Stelle wieder rein, während zeitgleich ihre Linie hier drüben jetzt die Mauern auseinandernehmen, damit sie dann eben womöglich von zwei Seiten gleichzeitig ihre Gegnerin angreifen kann, nämlich einerseits eben hier in die dritte Basis zu schwärmen, während sie dann eben zum Beispiel mit dem Mut, dass auch der Insel reinkommt. Hier jetzt natürlich unglückliche Situation für Libby. Die verliert jetzt zumindest aber im Augenblick auch nur einen Stalker, da wohl noch einen zweiten, vielleicht auch noch einen dritten, aber das hätte durchaus kritischer ausgehen können. Gleichzeitig denkt sie natürlich jetzt auf der anderen Seite, dass wenn die Stalker sich hier unten bewegen, da oben in der Main-Basis natürlich nicht allzu viele sein können. Schönes Splitting hier von Queenie, die eben versucht da jetzt hier zumindest einige der Mutalisten mit Hilfe der Blink-Stalker rauszunehmen. Gleichzeitig rennen jetzt eben die Einheiten, die hier drüben versucht haben, die Rocks niederzureißen, in die dritte Basis rein, aber auch da steht genügend Verteidigung bereit. Gleichzeitig denkt sich Livy B, dass sie jetzt auch im Grunde mal versuchen kann, hier vorne die Basis zu nehmen, sodass sie dann womöglich eine schnellere Verstärkung da hat. Lockt jetzt auch tatsächlich sehr schön die Einheiten von Queenie hier über die linke Flanke hinweg, sodass sie eben nicht versuchen, hier über diesen Mittelweg zu kommen und dadurch eben die frisch entstehende Basis von Livy B zu sehen. Lustigerweise versucht jetzt Queenie selbst diese frontgelegene Basis zu nehmen, sieht jetzt also dementsprechend, was da gerade im Gange ist, während Livy zumindest versucht, hier vorne mit aus ihren Mutas noch so viel Wert wie möglich rauszuholen, indem sie jetzt eben wieder links und rechts in den Basen harassed, hier jetzt sogar den Mothership-Core niederkriegt und damit also keine Nexus-Kanone zur Verfügung steht, um zumindest diese dritte Basis ein bisschen effektiver zu verteidigen. Ja, und so wie es aussieht, schafft es jetzt Livy tatsächlich mit ihren Mutas den bisher gemachten Schaden von Queenie ein Stückchen aufzuholen, wenn nicht sogar zu negieren. Inzwischen jetzt sogar Livy auf dem größeren Drohnen-Count im Income jetzt wieder herangerutscht. Gleichzeitig jetzt eben auch wieder Queenie. Also auf direkte Engagements stehen die beiden nicht so. Ja, beide versuchen sich jetzt hier im Grunde so ein Stückchen weit mit ihren eigenen Einheiten auszumanövrieren. Queenie weiß jetzt, dass sie sich nicht Ewigkeiten von den Mutas an der Nase herumführen lassen darf und ihrer Gegnerin dadurch einfach nur noch mehr Zeit gewährt. Deswegen stürmt sie jetzt tatsächlich einfach in die Basis ihrer Gegner hinein, zwingt Livy damit im Grunde jetzt zum Engagement. Ja, Livy hat jetzt eigentlich keine andere Chance, als jetzt entweder ihre Einheiten alle zurückzuziehen und zu versuchen, diese Einheiten hier alle zu killen oder eben stattdessen auf den Base Race zu gehen. Was, wie es aussieht, jetzt ihre Wahl ist. Sie nimmt zuerst den Cybernetics Core raus und damit gibt es jetzt keine Möglichkeit mehr, Stalker zu produzieren. Stargate Tech ist ebenfalls nicht rausgekommen. Damit jetzt also auch keine Möglichkeit mehr, den Stargate Tech noch nachträglich jetzt erstmal hochzuziehen, bevor nicht ein neuer Cybernetics Core da ist. Und Queenie hat auch nicht die Möglichkeit, sich zurückzutransferieren, denn sie hat ja den Mothership Core hier oben verloren und damit also nicht mehr die Möglichkeit, das hier zu retten. Hat jetzt allerdings auch den Leeren niedergelegt. Und wie gesagt, im Grunde läuft es jetzt sehr auf dem Base-Race-Szenario hinaus. Gleichzeitig pumpt sie hier drüben noch, die hat hier noch die letzten Hetzer hier drüben hineingepumpt, die letzten Stalker, die jetzt eben verzweifelt versuchen sollen, diese Basis hier irgendwie zu halten, mit Hilfe von Photonenkanonen, um eben Queenie die Chance zu geben, frei mit den restlichen Einheiten umherzufliegen. Diese Armee hier kann Livy B auf jeden Fall nicht mit den Mutas engagen, denn da sind einerseits dermaßen viele Stalker drin und vor allen Dingen noch viel gefährlicher letztendlich die kleinen Sentries hier, die eben ihre Guardian Shields werfen können und damit ein Großteil des Schadens einfach nivellieren. Jetzt hier drüben, wie gesagt, das große Engagement. Ja, Livy B's Mutas einfach in unglaublicher Vielzahl vorhanden. Haben hier wohl, so wie es aussieht, die sind ja nicht mehr da. Die Stalker wohl einfach wegradiert. Hier drüben standen doch sogar noch ein paar Templer, aber da war wohl offensichtlich kein Storm bereit. Da jetzt eben gerade nochmal der Versuch gewesen, einen Dark Shrine zu setzen, der aber auch nicht mehr runterkommt. Und jetzt, wie gesagt, die letzte Base, die für Livy noch steht. Und damit jetzt auch, ja, hier drüben hat sie bereits eine neue gesetzt. Und da war auch der versteckte Spire. Jetzt haben wir ihn auch endgültig gefunden. Ja, da oben war nur dieses kleine Eck, das sah nur nach dem Overlord aus. Das war aber tatsächlich der Overlord und der Schössling. Tja, und jetzt hat Queenie natürlich alles niedergerissen. Die Mutas inzwischen jetzt in der Main Base. Natürlich will Livy jetzt möglichst schnell die Nexus
Zoos wegratzen, damit dann eben Queenies Gebäude aufgedeckt werden und sie damit eben den Vorteil erhält, dass sie weiß, wo die Gebäude ihrer Gegnerin stehen. Ihre Gegnerin aber umgekehrt das eben nicht weiß. Queenie hat auch selbst nicht mehr genügend Ressourcen übrig, um noch ein weiteres Gebäude zu bauen. Sobald sie also sämtliche Gebäude, die hier stehen, verloren hat, ist das Spiel vorbei. Aber wie gesagt, auch Livy sieht zumindest im Augenblick ein Stück weit problematisch aus. Es sieht fast so aus, als hätte tatsächlich Queenie schon eine Ahnung, wo es in etwa hingehen soll. Gleichzeitig hat Livy noch ein paar weitere Drohnen über die Map verteilt und sie hat noch ein paar Ressourcen übrig, kann also jetzt auch an sehr ungewöhnlichen Stellen ihre Brutstätten nehmen. Wichtig ist halt eben nur noch, dass Queenie ihre Gebäude nicht mehr rechtzeitig findet, bevor sie die Gebäude ihrer Gegnerin eingerissen hat. Und das sieht im Augenblick jetzt gleichzeitig doch wieder sehr gut aus für Livy, da sie, wie gesagt, im Augenblick noch den Vorteil hat, dass ihre Gegnerin nicht genau wusste, wo sie ist, bis jetzt eben gerade dieses Warp Prism hier vorbeigeflogen ist und diese Basis ebenfalls gefunden hat. 550 Mineralien noch für Livy. Livy hat nur noch dieses eine Gebäude und das war's. Ansonsten hier auch kleine einzelne Einheiten unterwegs, immer wieder auf der Suche nach weiteren Drohnen, die sich hier irgendwo bewegen, um vielleicht noch weitere Gebäude zu setzen. Jetzt wird diese Hatchery hier eingerissen. Ja, und wenn Livy jetzt nicht tatsächlich irgendwas baut mit dieser Drohne, dann dürfte das ihre letzte Gebäude sein. Und Queenie gewinnt das erste Spiel im Base Race und führt damit 1-0 in diesem Best-of-5-Show-Match. Ziehen. So, müssen wir jetzt zwar eben mit Rottis Restream leben und dementsprechend jetzt auch ohne Ton auskommen. Da haben wir leider keine Wahl, aber was wollen wir machen? Ne? Ist jetzt halt eben die beste Möglichkeit, die wir haben. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht irgendwo rumklicke und plötzlich auf Twitch springe, aber das ist zumindest die einzige Möglichkeit, die wir hier haben. So, dann gucken wir uns das Spiel jetzt hier wie gesagt mal an. Queenie führt im Augenblick 1-0. Wir befinden uns auf Rani Research Station. Das ist vermutlich der Map-Pick von Livy B. Und ich habe in letzter Zeit tatsächlich sogar gehört, dass Rani in der Tat sogar eine recht bevorzugte Map von Zerg-Spielern ist. Und im Augenblick haben wir leider jetzt halt nur die Sicht von, ich glaube, Roddy ist selber der Observer. So, im Augenblick sehen wir jetzt von, ja doch, okay, das Production-Tab da unten an, jetzt muss ich mich nur mal gerade von den Sachen ein bisschen einstellen. Okay, Livy jetzt wie gesagt ganz normal hier wieder mit Hatch for Pool. Interessant, dass sie die Hatch jetzt hinten nimmt. Ich habe in letzter Zeit häufig gesehen, dass Zerg-Spieler es bevorzugen, ihre Base außen zu nehmen und nicht eben hinten in der Backdoor. Teilweise eher gegen Terran als gegen Protoss, aber auch gegen Protoss habe ich das schon gesehen. Ich glaube, Snoot war einer der Spieler, die das populär gemacht haben. Zumindest mit einer von denen. Sicherlich nicht der einzige. Solche Trends werden häufig nicht von einem Spieler alleine generiert, sondern eben meistens von mehreren Spielern zeitgleich. Und aber er war wie gesagt einer von denen, die das gerne draußen angelegt haben. Einfach weil draußen, einerseits weil die Basen teilweise mit Creep schneller zu verbinden sind, andererseits dann auch, weil wenn man zum Beispiel eben von Einheiten geforcefeedet wird, dann aber zum Beispiel eher außen die Einheiten hat. Also was er zum Beispiel gemacht hat, was Snoot gerne gemacht hat, ist dann eben draußen die Base zu nehmen und eben gleichzeitig vielleicht drüben sogar die Gold Base oder eine dritte sogar auch noch draußen, um eben dann die Möglichkeit zu haben, auch noch Units draußen dann eben zusammen zu rallyen für den Fall, dass halt eben die Mainbase irgendwie durch Sentries weggesperrt wird oder andere Sachen. Zumindest ein Teil der Begründung. So, was produziert Queenie denn ansonsten? Wir haben im Augenblick da hinten die Basis, die halt eben schön hochbaut. Wir haben jetzt wohl ein weiteres Gateway, das da vorne gebaut wird. Warp Gate, das im Verlauf ist. Im Augenblick also noch nichts sonderlich Ungewöhnliches, was wir da sehen können. Die dritte Basis bereits in Produktion für Livy Bee, die jetzt im Augenblick kräftig hochdroht. Und jetzt hinten ihre zwei Gase nimmt, sodass sie dann also gleich auch die Möglichkeit hat, ein bisschen hoch zu tacken und zum Beispiel in den Leertech zu gehen, um sich dann eben für eine Tech-Route zu entscheiden. Mal sehen, ob es wieder Roaches und Hydras werden sollen. Hier jetzt zwar der Roach Warren, der bedeutet aber nicht zwingend, dass sie tatsächlich langfristig in Roaches investieren möchte. Das ist nun sicher als Roach Warren für den Fall, dass der Protoss sich entschließen sollte, plötzlich mal die Map zu überqueren oder mit Hilfe von Warp-Ins uns ein bisschen Feuer unterm Arsch zu machen. Und damit wir das besser verteidigen können, haben wir normalerweise den Roach Warren übrig. Und das ist jetzt der Hauptgrund, warum Queenie den setzt. Warum Livy Bee den setzt. Entschuldigung. So, ansonsten weitere Sentries, die hier rauskommen. Und bei der Menge an Sentries, die hier produziert werden, müssen wir wohl schon fast annehmen, dass das Ganze in den Immortal Sentry All-In münden wird, denn ansonsten gibt es nur wenige Builds, die tatsächlich in so viele Sentries investieren. Auf der anderen Seite könnte es auch tatsächlich derselbe Build sein wie eben, denn wir haben ja gesehen, wie Queenie tatsächlich nur mit Mothership Core und ich schätze ungefähr 8 Sentries oder so, ich glaube das waren 8 Stück, es ja tatsächlich schaffte, sich einfach so komplett einzuwallen, beziehungsweise ja, sich eben so abzuwallen und gleichzeitig eben auch auszunutzen, dass Livy Bee nicht allzu viele Einheiten hatte.
sodass sie ihr tatsächlich die Einheiten alle niederreißen wollte. In dem Falle scheint sie jetzt aber tatsächlich doch erstmal ihre dritte Basis nehmen zu wollen. Aber ich glaube, das hatte sie letztes Mal auch schon im Visier, bevor sie dann eben mit Mothership Core und den Sentries die Karte überquerte. Und auch das hier ist wieder ein relativ kurzer Laufweg, den sie da hat. Ich schätze aber mal, dass Livy dieses Mal ein bisschen eher drauf vorbereitet ist. Sie hat zumindest die Masse an Sentries gesehen. Rechnet aber womöglich eben auch mit einem Immortal Sentry All-In und will deswegen jetzt womöglich noch die Zeit nutzen, um so hoch zu drohen wie möglich, um ihre Ökonomie eben so in Gang zu kriegen, dass sie den Immortal Sentry All-In dann auch tatsächlich optimal halten kann, denn das ist tatsächlich kein Zuckerschlecken, selbst wenn man weiß, was da kommt. So, jetzt inzwischen überqueren die Einheiten da unten links die Map. Wir sehen es auch, wenn der Observer im Augenblick nicht gerade draufklickt, aber da sind wir jetzt. So, die Sentries, wie gesagt, überqueren jetzt die Map, werden da drüben vermutlich noch den weiteren Over-Opferlord in dem Falle tatsächlich rausnehmen, der da auch nur hängt, damit er eben sehen kann, ob da ein Push kommt oder nicht. Libby zieht bereits ihre Roaches in Bewegung und das könnte tatsächlich eine nette Überraschung werden, bei der sie es vielleicht schafft, den einen oder anderen Sentry rauszunehmen. Ja, sie nimmt jetzt tatsächlich hier sogar nochmal einige Units raus, verliert da sogar im Augenblick nicht mal einen Sentry, aber jetzt muss Queenie natürlich rauswarpen. Sentries alleine würden ihr gegen die Roaches nicht viel helfen, stattdessen würde sie die ganzen kostbaren Gaseinheiten verlieren und das wäre natürlich alles andere als schön, denn die Sentries wird sie auf jeden Fall ein gutes Stück später im Gefecht noch brauchen. Ansonsten Livys Konstruktion tatsächlich wieder genau dasselbe. Sie geht wieder auf einen Roach One und dann auf einen Hydra Den, wird also versucht mit Roach Hydra und vermutlich dann im späteren Verlauf des Spiels Vipern das Spiel für sich zu entscheiden. Roach Hydra, wie gesagt, eine recht starke Komposition. Die Roaches vorne in der Front dämpfen den Schaden, den die Einheiten hinten empfangen, deutlich ab. Die Roaches tanken eine ganze Menge. Die haben einen ziemlich massiven Körper, von daher können sie eine ganze Menge Schadenspunkte einstecken und auch gleichzeitig vorne relativ kräftig austeilen. Während dann eben die tatsächlich harten Damage-Dealer, die Hydras, die eine sehr hohe Feuerrate haben und auch einen sehr hohen Schaden austeilen, dann eben von hinten über die Roaches drüber auf den Feind feuern und das eben auch mit einer etwas größeren Reichweite. Allerdings trotzdem auch recht fragil, wenn nämlich die Roaches erstmal weg sind oder der Gegner über Einheiten verfügt, die über die Roaches hinweg angreifen können und in die Hydras hineinfeuern, dann sind die ziemlich schnell weggeröstet, weil die einfach nicht so viel Schaden aushalten. So, jetzt hier zweites Engagement. Da haben wir tatsächlich nur eine kleinere Menge an Einheiten, die hier über die Map läuft und die dürften jetzt wahrscheinlich fast for free weggepickt werden. Ja, da Queenie wohl auch weiß, dass sie diese Einheiten nicht mehr, dass da Livy weiß, dass sie die Einheiten wohl nicht mehr wird retten können. Na, vielleicht sogar doch noch tänzeln jetzt hier an der linken Flanke ein bisschen vorwärts und rückwärts. Livy versucht natürlich jede Einheit zu retten, die im Augenblick tatsächlich sehr, sehr kostbar sind, bevor jetzt eben die Ökonomie von Livy B tatsächlich kickt und damit dann eben ihr den Income-Vorteil verstärkt. Wir sehen das jetzt zum Beispiel auch da unten in der Produktion. 10 Mutalisten jetzt bereits in Produktion. Und wenn sie es dann eben schafft, ja, offensichtlich halt eben doch nicht mit Vipern, sondern tatsächlich eher wieder ihr Roach Hydra Viper Play. Wie gesagt, eine recht kostenintensive Sache und wir sehen das eben auch. Dadurch, dass die Mutas tatsächlich so viel Gas kosten, hatte sie bisher eben nicht wirklich die Möglichkeit, ihre Armee tatsächlich sehr groß zu halten. Letztes Mal hatte sie das Problem, dass sie tatsächlich mit der Armeeproduktion ein bisschen spät begonnen hat, früh eben eine dritte Basis verloren hat und dann im Anschluss auch gleich wieder eine vierte. Das hat sie ein Stück weit nach hinten geworfen. Jetzt hat sie bisher noch überhaupt keine Basis verloren, hat stattdessen unten sogar noch die Goldbasis genommen, kann jetzt eben zeitgleich an zwei Flanken attackieren, indem sie jetzt ihre Mutas nach hinten schickt und dort eben ordentlich verteilt. Gleichzeitig jetzt den Großteil ihrer Bodenarmee auf der linken Flanke in die dritte Base hineinschickt und auch wenn sie da tatsächlich relativ schnell wieder zurückgetrieben wird, ist Queenie jetzt tatsächlich sehr aufgespalten in ihrer Aufmerksamkeit, hat jetzt teilweise noch einige Linge, die jetzt hier in der Main Base wüten und da eben noch einige Worker mit Hold Position Micro rausnehmen, verliert jetzt dafür allerdings vorne auch direkt den Restteil ihrer gesamten Bodenarmee. Aber da sind natürlich immer noch die Mutas, die ebenfalls noch kräftig reinfeuern und nur vereinzelte Stalker, die da sind, versuchen, die Mutas zurückzuhalten, aber jetzt alle weggepickt werden. Und das ist natürlich auch ein harter Schlag für Queenie, die jetzt bereits auf 109 Supply fällt, während Livy eben mit gut 40 Supply mehr. Naja, knapp 40 Supply mehr, jetzt sogar gut 40 Supply mehr eben drüben. Ich muss natürlich aufpassen, dass sie jetzt auf gar keinen Fall ihre Mutas verliert, die tatsächlich wirklich ihr wichtigstes Tool und die haben mir bisher auch gute Dienste in beiden Spielen geleistet. Im letzten Spiel beinahe dafür gesorgt, dass sie sich nochmal ins Spiel zurückgeholt hätte, wenn Queenie sich nicht entschieden hätte, dann auch schnell genug wieder zurückzufeuern und den Gegenangriff zu starten. Jetzt sogar ganz dreist einfach noch die Goldechse der Gegnerin genommen, teilweise eben auch einerseits, um halt diesen Bereich noch ein bisschen länger zu blockieren, damit er eben
als Basis nicht zur Verfügung steht, aber natürlich auch, um tatsächlich vorne vielleicht eine Larvenproduktion in Gang zu kriegen und damit nochmal Einheiten schneller vorne an der Front zu haben. Und die Situation wird tatsächlich immer schlimmer für Queenie. Livy B schickt jetzt einfach teilweise Einheiten rein, die sie leicht entbehren kann, zwingt damit die Armee von Queenie aus ihrer momentan befestigten Position heraus, sodass dann die Armee im Grunde Engagements nehmen muss, die wenig vorteilhaft für sie laufen, und nutzt eben gleichzeitig die Chance, um an einer anderen Stelle reinzufliegen oder reinzurennen und da eben wieder Schaden anzuteilen. Und damit ist Queenie jetzt vollkommen zur Defensive verdammt, hat überhaupt keine Möglichkeit, sich jetzt überhaupt mal über die Karte drüber zu wägen und Livy auch nur irgendwo mal ein bisschen Schaden zuzufügen oder irgendwo Stress zu machen. Im Augenblick immer nur hinten, versucht verzweifelt zu verteidigen. Livy ist inzwischen jetzt sogar tatsächlich so selbstbewusst, dass sie jetzt diese riesen Stalker-Herde einfach direkt angreift und komplett rausnimmt und damit jetzt gut die Hälfte mindestens sämtlicher Entire-Einheiten einfach rausgenommen. Da jetzt zwar die ersten Archons und die natürlich im direkten Engagement großartig gegen Mutas, obwohl es gegen so viele Mutas dann tatsächlich auch keinen großen Unterschied mehr macht. Da wird noch eine Nexus-Kanone verzweifelt gefeuert und die Mutas ziehen sich sogar tatsächlich zurück, obwohl es nicht mal zwingend nötig wäre. Aber warum an dieser Stelle kämpfen, wenn man an einer anderen Stelle viel garantierter Schaden machen kann und die Mutas natürlich in der Zwischenzeit auch hochheilen? Ja, das Spiel ist verloren für Queenie. Sie versucht jetzt nochmal über die Map hin drüber zu laufen, wird jetzt hier womöglich auch gleich nochmal von links surrounded, sobald im Grunde Livy irgendwie realisiert, was da los ist. Nee, stattdessen bewegt sich jetzt abermals Queenie Armee über die Map hinüber, aber dieses Mal hat sie eine deutlich kleinere Armee zur Verfügung stehen, wird also hier das Base Race mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gewinnen, da allerdings nochmal einen Mutalisken mit den Arkans weggepickt. So, da wird jetzt die restliche, da werden die restlichen Basis jetzt, die restlichen Basen jetzt komplett gekillt. Also Queenie, Livy sieht zumindest dieses Mal deutlich besser aus. Ja, das ist eine Armee, die ebenfalls wieder kritisch zu engagen ist. Da sind, wie gesagt, wieder eine Menge Sentries drin, die Guardian Shield werfen können und damit eben den Bouncing Damage, den die Mutas austeilen, normalerweise nicht so leicht ab, also doch schon ordentlich negieren, aber eben nicht vollständig. Auch die Arkans machen natürlich Schaden, aber ich meine, wenn wir uns die Mutaherde mal ansehen, da werden 3 weitere Mutas produziert, 180 zu 69 Supply, davon 116 Army zu 65 Army, also fast, also etwas mehr als ein 50 Army Lead. Ja, ich weiß es nicht. Sie versucht jetzt hier drüben nochmal die Goldbasis zu nehmen, never give up, never surrender, und damit eben jetzt diese Position irgendwie befestigt mit ihrer gesamten Armee zu halten, für den Fall, dass da eben die Mutas nochmal reinfliegen. Und jetzt werden wir womöglich das Engagement sehen oder auch nicht, denn Livy tatsächlich traut sich auch nicht zu, gegen die 3 Arkans und die restlichen Units da reinzugehen, weil sie eben womöglich doch sehr herbe Verluste haben will. Will dieses Spiel jetzt nicht mehr durch eine überstürzte Aktion aus der Hand geben. Aber wie gesagt, viel ist da natürlich letztendlich nicht mehr drin. Livy hat jetzt gleich sämtliche Tech-Gebäude und sämtliche Strukturen von Queenie zerstört, bis auf den einen Nexus, der jetzt da in der Mitte steht, an der Goldbasis. Ja, und da kann Queenie natürlich noch lange meinen, aber da wird sie ihre Armee nicht mehr komplett aufbauen. Also selbst wenn Livy jetzt tatsächlich sich die Zeit nehmen würde, vielleicht nochmal in Hive-Tech zu gehen und dann eben womöglich Broodlords zu decken. Bis dahin hat womöglich Queenie zumindest den groben Raum ihres Techs wieder zurück, aber auch noch nicht mehr. Also das ist jetzt im Grunde keine echte Möglichkeit für sie noch, das Spiel wirklich zu gewinnen. Queenie schickt nochmal hier 2 Hallucinated Phoenixes raus, will sich nochmal einen kurzen Überblick darüber verschaffen, was ihre Gegnerin jetzt de facto noch besitzt. Aber Livy hat genug vom Spiel, rückt jetzt von 2 Seiten, einerseits mit Lingen und mit den gespreizten Mutas herein, sodass die also nicht den vollen Area Damage nehmen. Ja, und sobald die Arkans erstmal draußen sind, ist die Sache gegessen, da ist kein Damage Dealer mehr da und Livy zieht sich auf 1:1 ran. Wir befinden uns auf Cactus Valley und in der unteren rechten Ecke gespawnt als Rosa Zerg haben wir Livy B. Oder wie sie sich auch selbst kennen nennt, Livy B. Und auf der linken oberen Position gespawnt in Blau haben wir unsere Protoss-Spielerin Queenie. So, diese Map sieht mir, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie die Map-Picks hier laufen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Queenie sich tatsächlich diese Karte ausgesucht hat, denn Cactus Valley ist nun riesengroß.
Man kann vielleicht auf der anderen Seite argumentieren, dass tatsächlich die dritten Basen relativ weit weg sind für beide Spieler. Hier ist ein großer Bogen, der gemacht werden muss zu dieser dritten Basis. Hier ist ein großer Bogen, der gemacht werden muss zu dieser dritten Basis. Das ist also relativ weit verbreitet. Wir haben eine relativ breite Choke, die aber doch mit relativ, also sieht sehr breit aus, lässt sich aber mit drei Gebäuden relativ herrlich abschließen. Von daher also vielleicht für Protoss doch ganz angenehm, hier drüben erstmal eine Base hinzukriegen. Und auf der anderen Seite sind große Maps natürlich nicht immer nachteilhaft, weil man jede Menge Proxy-Pylonen sehr, sehr schön verstecken kann. Ist fast unmöglich, die Mittlinge aufzuspüren. So, ansonsten hier der erste Overlord on the way. Da haben wir jetzt bereits die Sonde, die ebenfalls mal nach den Positionen checkt. Ja, und je nachdem, wie Queenie hier vielleicht Glück hat, aber Livy dann in dem Falle auch, werden sich jetzt die Sonde und der Overlord gleich begegnen. Und dann dürften beide Gegner wissen, wo der jeweils andere zu suchen ist. Livy setzt hier draußen jetzt eben erstmal ihre Hatch first. Typisches Opening auf großen Maps, im Grunde noch typischer. Vor allen Dingen jetzt, wo die Zeit des Fast Forge Expands im Grunde, nee, andersrum, Forge Fast Expand, sorry, also zwischen dem Forge Fast Expand schon ausgelaufen ist und die meisten Protosse jetzt eben in den Warpgate Expand gehen und damit haben wir im Grunde keine Angst mehr vor Cannon Rushes, die uns hier irgendwo treffen können. Deswegen ist Hatch First eigentlich immer eine gute Option. Und danach dann eben entsprechend der Pool. Da auch hier wieder im Augenblick noch kein Gas genommen wird, können wir also davon ausgehen, dass Livy vermutlich versuchen wird, hier oder da drüben eine möglichst schnelle dritte zu kriegen. So, hier jetzt entsprechend der Overlord unterwegs. Livy weiß jetzt also, dass ihre Gegnerin nicht auf der Position ist. Dieser Overlord wird auch feststellen, dass sie nicht auf der Position ist. Und so gesehen hat sie mit dem Scouting natürlich ein bisschen Pech gehabt. Die erste Sonde von Queenie jetzt zumindest in der Basis von Livy B, die im Augenblick ein bisschen supply-blocked ist. Und ich weiß ehrlich gesagt, ah ja, die hatten nur gewartet, bis hier eine Hatch fertig wird. Ne, da ist irgendwo ein Overlord gespawnt. Da, okay. Und die Hatch wird jetzt auch gleich fertig. Dann wieder genügend Supply frei, um noch ein paar Sachen zu produzieren. Hier jetzt die erste Queen on the way. Da jetzt vermutlich ebenfalls gleich eine Queen in Produktion. Hier jetzt eine weitere Drohne unterwegs und Queenie wird jetzt vermutlich die, naja, hat die dritte Position im Augenblick nur gecheckt, wird vielleicht nochmal rüberrennen und drüben die dritte Position checken und dann womöglich ihren Scout einfach hin und her schicken, einfach um sicher zu gehen, ob da tatsächlich eine dritte Base kommt und wenn ja, wo sie in etwa positioniert sein wird. Im Augenblick betteln sich die beiden hier eigentlich nur um die beste Position, um jetzt hier irgendwie die Basis noch bestmöglich bauen zu können. Queenie blockiert immer eben die aktuelle Bauposition ihrer Gegnerin, wird jetzt sogar hier tatsächlich nochmal einen Pylon los, blockiert also diese Stelle hier drüben und verzögert damit den Bau der dritten Base, zwar um nicht um allzu viel, sie wird den Pylon jetzt hier gleich abbrechen, sodass dann Livy B ihre dritte Basis hier nehmen kann, aber auf der anderen Seite hat sie es natürlich jetzt nochmal geschafft, die Zeit ein bisschen zu verzögern, war nur ein paar Sekunden. Aber wenn Gegner nun mal ein ähnliches Skillset haben, dann kann das tatsächlich schon eine ganze Menge ausmachen. Da die dritte Hatch jetzt niedergegangen. So, ansonsten im Augenblick jetzt eben für Livy normalerweise nur zwei Dinge zu tun. Und zwar Drohnen, Drohnen, Drohnen auf der einen Seite und ein bisschen mehr Intel sammeln auf der anderen Seite. Denn wir wollen natürlich wissen, was unsere Gegnerin macht. Und wann sie voraussichtlich ausrücken wird und mit welcher Art Kombination von Einheiten sie uns dann auf den Pelz rückt, damit wir das natürlich auch möglichst gut kontern können. Das ist eben das, was man normalerweise darunter versteht, wenn man sagt, dass Zerg als die reaktive Rasse bezeichnet wird, was natürlich so einfach nicht über den Kamm zu scheren ist, aber allgemein schon eine gewisse Gültigkeit besitzt. Und man damit eben ausdrücken möchte, dass Zerg normalerweise die Aufgabe hat, den Gegner auszukundschaften, zu gucken, was er macht. Und dann eben aufgrund der Maßproduktionsfähigkeit, die die Rasse besitzt, eben die passenden Einheiten zu produzieren, die dann eben die Einheiten des Gegners kontern. Ja, das ist eigentlich so die grobe Idee. So, Overlord hier noch im Grunde unterwegs, wird jetzt hier versuchen, von der hinteren Seite nochmal reinzukommen. Da wird jetzt hier von Queenie ein Pylon gesetzt, damit hier hinten der Bereich ein bisschen aufgehellt wird. Denn wir wollen zum Beispiel nicht von Nidus Worms oder von anderen, ja, so normalerweise Nidus Worms, aber theoretisch könnten auch Drops kommen. Aber wir wollen natürlich vermeiden, dass hier hinten irgendwo ein dunkler Fleck ist, den wir nicht wirklich einsehen können in unserer Basis. Wo dann zum Beispiel eben ein Overlord hier von der Rückseite kommt und dann eben hier irgendwo Nidus Worm schlüpft, den wir halt gar nicht bemerken und wo dann die Einheiten rauskommen, um unsere ganze Basis zu überwältigen. Und damit uns das nicht entgeht, sorgen wir hier hinten für ein bisschen Licht.
So, Zerglinger ansonsten hier vorne in Position, auch im Watchtower in Position. Damit hat Livy im Augenblick die Map Control. So, sollte jetzt allerdings natürlich hier drüben feststellen, dass da eine Basis genommen wird, kann die zumindest mit diesem Overlord nicht sehen. Sie hat natürlich hier, und das ist das Schöne daran, wirklich volle Sicht über diesen Bereich, zumindest so lange, bis der Mothership Core jetzt draußen ist. Und hier unten war wohl nur, achso, das war wohl nur der Phoenix, der Hallucinated, der da gerade rüber ist. Ja, wie gesagt, dieser Overlord hatte jetzt, wie gesagt, längere Zeit natürlich Vision gegeben. Das war das Phänomen, das wir vorhin schon im ersten Spiel hatten, wo ich gesagt hatte, wenn der Overlord hier auf einer erhöhten Position steht, dann können die Einheiten den eben von unten nicht sehen, solange bis natürlich eine eigene Lufteinheit kommt und den dann eben aufdeckt. Und dann können wir von da unten auch hochschießen, was gerade passiert ist. So, dieselbe Kombination von Queenie schon wieder. Ja, wir sehen also jetzt hier mit Mars Sentries und dem Mutterschiffkern ausrücken. Sie wird vermutlich wieder versuchen, irgendwo in die dritte zu kommen, vielleicht sogar in die Natural und dann womöglich diesen Bereich hier abzuklemmen. Aber die dritte ist halt eben immer die typische Wahl. Gerade deswegen kann es tatsächlich manchmal Sinn machen, eher in die Natural zu laufen, weil der Gegner das nicht erwartet, weil der Gegner normalerweise eben immer in Position ist. Puh, und hier sogar forsch genug, tatsächlich vier Force Fields zu schmeißen und die Roaches hier erstmal wegzukillen. Zwei Roaches mehr oder minder for free. Nur ein kleiner Sieg. Letztendlich wird sie hier vermutlich nicht viel mehr geschehen machen, außer eben natürlich ein bisschen Aggression. Ja, und nicht nur unbedingt anzutäuschen, denn wenn da jetzt nicht so viel gewesen wäre, dann hätte sie vermutlich noch mehr versucht. Schöne Force Fields hier, klemmt wieder ein Roach ab, den sie noch mitnimmt. Muss jetzt aber, wie gesagt, raus teleportieren, hat hier keine Möglichkeit, noch mehr Schaden zu machen. Ja, das sieht mir tatsächlich so aus, als müsste sich Queenie langfristig noch was anderes überlegen. Denn wenn sie weiterhin versucht, mit der immer gleichen Taktik auf ihre Gegnerin einzuprügeln und die sich darauf einstellt, haben wir natürlich ein dickes Problem. Hier oben schöner Proxy-Pylon gesetzt auf dem Highground, so leicht wie gesagt nicht zu sehen, allerdings relativ dicht an der dritten, und das könnte womöglich ein Dark Templar-Play geben, denn der Twilight Council ist hier gerade fertig, kann aber auch einfach nur für normales Zealot Harassment gedacht sein, sodass wir einfach ab und an mal, wenn wir ein paar Mineralien überschüssig haben, wir die einfach mal investieren, um halt hier mal 4 oder 5 Zealots reinzuwarpen, die wir dann einfach hier an die dritte schicken, um da mal ein bisschen die Einheiten aufzumischen. Ansonsten rennt jetzt Livy erstmal hier herum, versucht jetzt erstmal die klassischen Positionen abzuscouten, sammelt jetzt erstmal ihre Armee und versucht jetzt hier gleich in die dritte reinzukommen. Und Queenies Armee leider völlig out of position. Da ist zwar ein Mothership Core, der jetzt hier zurücktransportieren kann, aber in der Zwischenzeit wird hier vermutlich doch eine ganze Menge Schaden angerichtet. Womöglich gelingt es Livy tatsächlich sogar, den Nexus niederzufocussen. Queenie zieht sich jetzt komplett zurück, hat auch im Augenblick nicht genügend Energie, um sich zurück zu teleportieren, muss jetzt also den Verlust dieser dritten Basis hier in Kauf nehmen. Und das jetzt tatsächlich ein sehr herber Schlag für sie hier auf der Seite. Wird womöglich hier noch ein paar mehr Gebäude verlieren. In der Zwischenzeit ist es sogar schon fast so weit, dass Livy einfach auf diese Einheiten hier verzichten kann und einfach jetzt mitnehmen kann, was sie will. Jede Einheit, die sie hier jetzt weghält von ihrer Gegnerin, wird tatsächlich immer schwerer zu ersetzen. Schöne Force Fields erneut hier von Queenie, leider nicht ganz abgeschlossen. Trotzdem wieder drei weitere Roaches, die auf Move Command sind, für free weggeknuspert. Naja, for free war es mehr oder weniger nicht, denn es hat immer einen herben Preis gehabt, hier drüben, wie gesagt, die Basis zu verlieren. Die jetzt wieder aufzubauen, dauert weitere 90 Sekunden. Ein Großteil der Drohnen konnte zumindest gerettet werden, weil eben die Einheiten sich hier instant auf den Nexus gequält haben. Aber nichtsdestotrotz, ja, wir sind 10 Worker hinten, jetzt sind schon 11 Mutas da, wir hatten eben gerade noch weitere Mutas in Produktion. Ja, und letztendlich spielt natürlich auch Livy kaum eigentlich mit einer veränderten Strategie als bis vor, als zuvor. Auch sie geht tatsächlich jetzt immer wieder, oh, Linge jetzt sogar noch hier an der Natural Base, haben jetzt hier den Block tatsächlich durchbrochen. Wuseln jetzt hier innerhalb der Basis rum, ja, und schon wieder steht Queenie eigentlich vor der Situation, dass sie keine Chance mehr hat. Sie muss jetzt, sie kann nicht jetzt sofort wieder zurück teleportieren. Sie muss jetzt auf der gegnerischen Seite erstmal Schaden anstellen. Und das Schlimme ist, dass der vermutlich nicht mal halb so gut ist, wie sie denkt. Ja, in dem Falle teleportiert sie sich jetzt zurück, weil eben doch hinten einfach zu viel Schaden angerichtet wird. Aber das alleine wird ihr nicht helfen. Sie wird zwar das Spiel jetzt im Augenblick dadurch nicht verlieren, dass sie jetzt ihre Einheit nochmal zurück teleportiert hat. Livy drückt hier sogar nochmal mit den Mutas auf den Nexus, wird den mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht niederringen. Vielleicht verliert sie jetzt sogar durch ein bisschen Unachtsamkeit den ein oder anderen Mutalisten hier, aber das kann sie im Augenblick verkraften. Hier drüben wird jetzt der einzige Proxy-Pylon, ne, da drüben sind noch ein paar, aber zumindest der Proxy-Pylon, der hier nah an dieser Hatchery steht, erstmal eingerissen, damit keine Möglichkeit mehr für Queenie, hier drüben ein bisschen Druck zu machen. Im Grunde überhaupt fast keine großartige Möglichkeit mehr für Queenie, Druck zu machen. Sie hat jetzt hier drüben noch einen Warp-Prismer und lädt jetzt hier zumindest noch ein paar Berserker aus, versucht damit, wie gesagt, noch ein bisschen Druck zu machen. Das Warp-Prismer fällt jetzt hier an der Stelle, da drüben sind zumindest auch noch von diesem Warp-In-Pylon eben jetzt ein paar Einheiten
unterwegs, die zumindest hier drüben versuchen, noch ein bisschen Eco-Schaden anzurichten. Zeitgleich Queenie eben in der Main-Basis ihrer Gegnerin versucht dort ebenfalls nochmal den Nexus umzudrücken, was aber wiederum nicht ganz gelingt. Ja, und im Augenblick geben sich die beiden Ladies hier tatsächlich kräftig gegenseitig ins Gesicht, was das Harassment angeht. Letzten Endes sieht Queenie, sieht Livy B aber nach wie vor immer noch deutlich besser aus. 76 zu 53 Drohnen. Wir liegen hier im Augenblick zu 94 zu 64 Army Supply. Und hier drüben sind bereits wieder Einheiten an der dritten, die jetzt gerade erst wieder frisch saturiert wird. Queenie muss natürlich auch, Livy muss natürlich aufpassen, dass sie sich jetzt hier von Queenie nicht zu viele Einheiten wegpicken lässt. Aber ansonsten ist Livy jetzt größtenteils hier unterwegs. Sie weiß ja, dass die Berserker, die hier eben gerade reinmarschiert sind, nicht von irgendwoher kommen. Aber da jetzt die ersten Dark Templar unterwegs und Livy hat tatsächlich überhaupt keine Möglichkeit oder überhaupt keine Detection gesetzt an keiner ihrer Basen, wenn ich das richtig sehe. Nirgendwo Detection unterwegs. Kein einziger Sporecrawler. Da jetzt werden die ersten Sporecrawler gesetzt, aber die DTs splitten sich bereits auf in fast alle Basen. Muss jetzt natürlich aufpassen, dass sie jetzt hier nach Möglichkeit die Einheiten irgendwie lang genug beschäftigt. Ja, das ist natürlich das Ekelhafte. Man kann natürlich nicht an vier Stellen gleichzeitig sein, vor allen Dingen während die Mutas nochmal in die eigene Basis fliegen. Und dementsprechend kann man natürlich nicht immer optimal micron, auch wenn das natürlich wünschenswert wäre. Hier jetzt endlich der Overseer unterwegs. Aber da ziehen sich die Einheiten gerade zurück, weil sie vielleicht an anderer Stelle verteidigen wollen. Aber das tatsächlich jetzt ein Schritt, der ja, zumindest Queenie die Möglichkeit gegeben hätte, sich vielleicht ins Spiel zurückzuziehen, wenn halt eben hier nicht die Armee aus 24 und nochmal 731 Mutalisten unterwegs ist. 37 sind sogar insgesamt, die sind allerdings nicht im Augenblick alle hier. Die meisten fliegen jetzt gerade erst nochmal quer über die Map. Ja, und da hat einfach Queenie langfristig nichts, womit sie dagegen angehen kann. Klar, mit dem DT-Play, das ist nett. Das ist jetzt auch nochmal frech, das nervt und das beschäftigt ihre Gegner noch ein bisschen, hält jetzt ihre Aufmerksamkeit im Augenblick ein Stück weit hinten, aber damit wird sie ihre Gegnerin, wie gesagt, nicht ewig beschäftigen und sobald es eben mit dem Harassment vorbei ist, ja, war es das auch wieder mit dem Spiel. Sämtlicher Tech ist hier unten im Grunde eingerissen worden. Das Einzige, was wir im Augenblick noch haben, ist ein Robo. Wir haben nicht mal mehr einen Cybernetics-Core, der musste jetzt erstmal frisch fertig gesetzt werden. Klar, den Darkshrine können wir teilweise auch noch benutzen, in der Zwischenzeit schaffen wir es aber nicht, hier diese dritte Basis zu verteidigen. Der Arken wird hier relativ einfach rausgenommen. Klar, da wird noch mal ein bisschen Splash in die Mutas gefeuert, aber letzten Endes macht das keinen großen Unterschied mehr. Da sind jetzt zumindest noch ein paar Einheiten her. Sie will jetzt zumindest den Kampf hier in dem Augenblick noch nicht nehmen, aber wie gesagt, jede Einheit, die Livy Queenie im Augenblick wegpickt, ist eine Einheit, die erstmal wieder reproduziert werden muss mit Income, das wir einfach nicht haben, denn wie gesagt, wir hocken jetzt auf 24 Workern zu 56. Ja, da haben wir immer eine ganze Menge Schaden gemacht, von 75 auf 56 runtergehauen. Da haben die DTs ihr dunkles Werk vollbracht, aber das eben jetzt das größte Problem. Livy einfach deutlich agiler und deutlich mobiler als ihre Gegnerin und ich sage ja, jede Einheit, die sie jetzt wegpickt und wo sie selbst, wenn sie selber sogar Einheiten verliert, ja, lockt jetzt schön den Großteil der Armee einfach auf die linke Flanke, wo sie jetzt eben ihre Gegnerin beschäftigt, werden die gleichzeitig auf der rechten Seite reinrennt und hier eben nochmal versucht, die Cannons einfach einzureißen, noch ein bisschen zusätzlichen Schaden zu machen. Queenie sprittet hier schön ihre Armeen, um zumindest beiden Angriffen irgendwie Herr zu werden, aber es ist alles im Grunde nur noch Verzögerung. 168 Supply zu 49. Gewinnen kann sie das leider nicht mehr für alle Queenie-Fans da draußen, aber der Case ist gegessen. GG und Libby geht 2 zu 1 in Führung. Wir befinden uns auf Echo. Im vierten Match unseres Best of Five Showmatches zwischen der Person, die hier oben in der linken Ecke als Lila, nicht als Lila, als Rosa Circus Point ist, nämlich Livy B. Und der Protoss-Spielerin in Blau auf der unteren rechten Hälfte der Karte, My Insanity's Queenie. Die heute leider ein bisschen vor sich hinkränkelt, wie sie vorhin schon auf Twitter geschrieben hat. Und wie gesagt, bei dem Wetter vermutlich keine großartige Überraschung. Overlord on the way! Wird wie gesagt hier drüben eben erstmal nach der Basis gucken und dann gibt es wie gesagt im Grunde nicht mehr viele Möglichkeiten, wo sich der Overlord verstecken kann. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob das hier eine Highground-Position ist, auf der man den Overlord parken kann, ohne dass er gesehen wird. Viele Zergs positionieren ansonsten ihren Overlord auch weiter hier hinten, wollen vor allen Dingen halt eben die Mineralienfelder im Blick behalten, um zu sehen, wann denn hier eine Basis genommen wird und wann die angefangen wird zu saturieren. Ansonsten zweiter Overlord in Produktion, da wollen wir natürlich erstmal gucken, ob hier nicht irgendwelche Proxys vielleicht unterwegs sind. Und dann gibt es häufig die Möglichkeit, den Overlord hier hinten irgendwo zu positionieren, damit wir dann eben später die Möglichkeit haben, dann auch mal rein zu scouten in die Protoss-Basis, um zu sehen, was unser Gegner denn Gemeines für uns auf Lager hat.
So, Queenie schickt ihre erste Probe heraus. Weiterhin wieder Gateway Expand. Ich bin gespannt, ob sie jetzt tatsächlich sich was anderes überlegt hat. Oder ob sie sich eben einfach sagt, ja, es mag vielleicht sein, dass die Strategie nicht so gut funktioniert hat bisher. Aber es ist nun mal die Strategie, die ich am besten spiele und die mir am meisten liegt. Und es kann in Turnieren, natürlich ist es wichtig, wenn man in Turnieren tatsächlich regelmäßig erfolgreich sein will, eine gewisse Abwechslung im Repertoire zu haben, einfach damit eben der Gegner nicht die Chance hat, uns so einfach zu lesen und sich auf unsere Strategien einzustellen, sodass sie eben spätestens vielleicht nach dem zweiten Mal dann eben nicht mehr sauber funktionieren. Andererseits muss man eben auch sagen, dass man natürlich in Turnieren auf gar keinen Fall einfach mal plötzlich improvisieren sollte, wenn man schon gegen Spieler spielt, die auf einem ähnlichen oder vielleicht sogar etwas höheren Skill-Level liegen als man selbst. Und dann ist es eben wichtig, sich auf das zu verlassen, was man eben auch kann. Und eben sich nicht zu denken, ach, ich habe doch mal gehört, gegen diese Strategie soll doch die und die Strategie ganz gut funktionieren, dann probiere ich die jetzt einfach mal. Und man hat weder Ahnung von Timings, noch von Bauabfolgen, noch von sonst irgendwas. Und dann, auch wenn der Bild vielleicht insgesamt gut aussähe, wenn er denn richtig runtergespielt wird, funktioniert er nicht so gut. Von daher also immer kritisch auf der einen Seite, also wie gesagt, leicht natürlich zu daneben zu sitzen und zu sagen, ja, Mädel, überleg dir mal was anderes, ne? Wird langsam langweilig hier. Aber wenn man natürlich trotzdem auch noch was Gutes abliefern will, ist es vielleicht manchmal auch am besten, bei dem zu bleiben, was man hat. Aber wie gesagt, man wird natürlich vorhersehbar und das kann sich stark rächen. Deswegen für alle da draußen, die also vielleicht langfristig vorhaben, eine Karriere im Turnierbereich zu starten, da muss eine Menge Übung rein investiert werden, um wirklich langfristig erfolgreich zu sein. So, aber gucken wir mal, ob sich, wie gesagt, jetzt eben Queenie oder Livy irgendwas Neues überlegt. Denn man muss ja auch sagen, auch Livy war tatsächlich nicht sonderlich abwechslungsreich mit ihrem Bild, ist immer weiter auf Roach, Hydra und Mutas gegangen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, ja, why change a winning tactic, wenn man sowieso noch weiter vorne liegt? Warum sollte man jetzt unbedingt das Risiko eingehen, irgendwas zu spielen, was vielleicht nicht so effektiv ist wie die zwei Taktiken, die ich bisher benutzt habe? Und nach dem ersten und zweiten, also nach dem zweiten und dritten Spiel, aber nach dem ersten und zweiten Sieg, den ich mit der Taktik erzielt habe, sieht es ja so aus, als hätte man im Pro meine Gegnerin offensichtlich Probleme damit. Vor allen Dingen, wenn sie natürlich mit derselben Eröffnung startet wie sonst immer und mir damit sogar ein Stückchen weit sogar in die Hände spielt. So, relativ frühe Schabenhöhle jetzt hier von Queenie, von Livy B, die jetzt eben gerade halt eben gesehen hat, dass dieses Mal zumindest mal ein bisschen Gateway Aggression in ihre Richtung unterwegs ist. Da ist, wie gesagt, der Mothership Core auf dem Weg. Haben wir hinten irgendwie ein chronogeboostetes Warpgate? Nee, aber Warpgate wird gleich fertig und wir haben vorne tatsächlich eben auch unsere vier Gates jetzt gleich durch. Und damit also die klassische Foregate-Pressure nach dem Expand. So, wird jetzt, ist hier irgendwo, wo ist denn hier der Proxy-Pylon? Wo zum Geier? Okay, hat jetzt hier vorne tatsächlich sämtliche Units verloren. Da ist der Proxy-Pylon. So, hier jetzt also auch gleich die Möglichkeit für Queenie nochmal Einheiten reinzuwarpen. Bisher passiert da noch nichts. Ich weiß nicht genau wieso. Sie ist jetzt zumindest mal rein, hat vielleicht den Roachworm bereits gesehen, sich deswegen jetzt die Attacke nochmal überlegt, ne, und will jetzt womöglich halt eben hier nicht einfach Einheiten reinopfern, von denen sie weiß, der Push wird sowieso mehr oder minder abgefangen und wird nicht allzu viel Schaden erringen. Aber sie hatte es zumindest vorbereitet, um jetzt eben hier noch einen fetten Foregate-Push zu spielen. Der hat jetzt in dem Fall nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz wäre es sicherlich nochmal ratsam, wenigstens vielleicht den einen oder anderen Zelle reinzuwarpen und eben zumindest mal nach der dritten hier zu gucken. Ich denke, die hätte man tatsächlich leicht canceln können. Und das wäre ja zumindest dann schon mal den Warp-In wert gewesen. So, in der Zwischenzeit jetzt zumindest hier erstmal den Phoenix raus. Queenie will natürlich feststellen, ob die dritte jetzt inzwischen schon genommen wurde. Wird dann eben womöglich nochmal nachträglich ein paar weitere Einheiten reinwarpen. Aber dann ist es womöglich zu spät. Denn die Säuglinge haben inzwischen jetzt den Warp-In-Pylon gefunden. So, der Phoenix geht rüber. Queenie weiß jetzt, was los ist. Hat jetzt auch theoretisch noch Zeit, einen Augenblick zu reagieren. Warpt jetzt die Berserker sogar oben rein. Weiß nicht genau, wie gut mir das gefällt. Natürlich kann sie dadurch jetzt erstmal den Pylon vorzeitig jetzt erstmal retten. Hat jetzt aber natürlich die zwei Zealots hier hinter der Barrikade stehen. Und damit eben nicht die Möglichkeit, die jetzt gleich zu einem anstehenden Push womöglich noch mit hinzuzuziehen. So, hier drüben wird nur der Phoenix vernichtet und das ist alles. Im Hintergrund haben wir jetzt zumindest schon mal das 1er Attack Upgrade im Bau, das uns dann die Möglichkeit gibt, etwas effektiver mit Zerglingen fertig zu werden. So, die beiden Zealots haben sich jetzt erstmal zurückgezogen. Der Proxy-Pylon stirbt. Damit haben wir jetzt auch keine Möglichkeit mehr, weiter Druck auszuüben. Und sind unangenehmerweise sogar noch Supply-Block. Das ist natürlich jetzt besonders ärgerlich für Queenie. Dritter Nexus hier drüben im Bau. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie den wirklich effektiv halten kann. Im Augenblick pumpt Livy B doch zumindest einiges an Einheiten und hat zumindest ein paar schnelle Zerglinge auf der Map. Sie wird jetzt also ebenfalls nach der dritten gucken und dann feststellen, dass da eine
ist. Mit den paar Lingen wird sie die vermutlich nicht umdrücken können, denn hier hinten steht zumindest doch eine vernünftige Menge an Armee, um das zu verteidigen. Könnte allerdings natürlich sein, dass sie jetzt gerade ungünstig out of position steht, in dem Augenblick, wo die Linge hier womöglich reinrennen. Ein Ling im Augenblick nur hier, der wird von dem Mob in hier locker erledigt werden. Jetzt ziehen zumindest die Einheiten schon mal hier über die linke Flanke. Noch hat Livy nicht mitgekriegt, dass ich hier über ihre linke Flanke, und nennen wir das jetzt die rechte Flanke, jetzt zumindest hier die Zealots bewegen, die jetzt auch weit einmal außen herumlaufen und dann vermutlich gleich versuchen werden, hier überraschend in die Basis reinzugehen. Interessant aber, wie gesagt, jetzt auch für Livy, die im Augenblick noch gar nicht bestrebt ist, diese Basis hier überhaupt für Mineralienbewirtschaftung zu nutzen, sondern größtenteils eigentlich nur das Gas haben wollte, um noch ein Stückchen früher in den Mutatech zu switchen. Das wird die Frage, ob sich das womöglich noch langfristig rächt, aber im Augenblick hat Queenie in der Tat nicht allzu viele Einheiten, mit denen sie sich gegen Luft verteidigen kann. Und da poppen jetzt gleich die ersten Mutalisken. Und 7 Mutalisken sind dann auch für die Sentries zu viel, auch wenn, wie gesagt, Sentries teilweise doch deutlich mehr Schaden anrichten, als man meinen mag. Aber jetzt sind auch nicht mehr allzu viele Guardian Shields vorhanden, wenn überhaupt. Ja, da wird nur kurz raus teleportiert und das hat im Grunde nicht allzu viel mehr bewirkt, als dass wir ein paar Drone-Kills hatten, die aber, wie gesagt, schnell ersetzbar sind. Und ja, letztendlich vielleicht noch ein paar Einheiten mitgenommen haben. Aber jetzt stehen wir, wie gesagt, auf der anderen Seite der Karte. Wir haben nicht allzu viel Enter-Air. Queenie rückt sogar direkt wieder aus, obwohl sie eigentlich mit einer Counter-Attack jetzt zu dem Zeitpunkt direkt rechnen muss. Proton-Kanone steht natürlich jetzt hier schön eingekesselt, kann dementsprechend nicht von allzu vielen Einheiten angegriffen werden. Die Mutas können sich trotzdem nur halbwegs vernünftig rauspicken. Hier drüben wird zumindest noch mal eine Cannon abgebrochen und die Linge können sich jetzt hier zumindest noch mal rausretten. Aber da hat Levi eine ganze Menge verloren. Ja, und jetzt sind wir eben genau auf dieser Situation. Anstatt jetzt eben vorher in die Echo zu gehen, hat Livy jetzt zumindest die Chance verschwitzt, diese dritte Basis tatsächlich vorzeitig abzureißen. Versucht jetzt trotzdem mit Run-Bys nochmal ihre Gegner so beschäftigt wie möglich zu halten, teilweise eben out of position zu ziehen, um eben vielleicht mit den Mutas an anderer Stelle gleichzeitig wieder Schaden anrichten zu können. Ja, zumindest hier drüben hat sie den Mothership-Core schon bereitstehen, hat hier eine Photon-Cannon in Position und auch noch 2 Hetzer. Die helfen natürlich im Augenblick noch bei der Verteidigung, aber Livy pumpt, so wie es aussieht, immer weiter einfach die Mutas. Geht jetzt sogar auch gleichzeitig noch auf das Weapons-Upgrade für die Mutas. Ja, und es sieht tatsächlich so aus, als würde sie einfach in klassischer Manier, wie sie schon bereits in den Spielen zuvor gemacht hat, versuchen, Queenie hier einfach nach und nach mit den Mutas niederzureißen. Tja, und Queenie sieht fast so aus, als hätte Queenie, wie gesagt, also die Verteidigung dieser Basis auf jeden Fall aufgegeben. Wird jetzt womöglich versuchen, hier hinten sich eben mit Photonenkanonen und der Nexus-Kanone und Beamstalk ein bisschen über Wasser zu halten, während sie jetzt gleichzeitig bei ihrer Gegnerin ein bisschen Stress macht. Kann jetzt hier zumindest einen Mutter schon mal für free wegpicken, das ist immer eine gute Sache. Und wird jetzt womöglich auch hier drüben in der Lage sein, diese dritte Basis einzureißen, die jetzt schon eine geraume Zeit saturiert war, aber trotzdem natürlich dann letztendlich eben die Larvenproduktion ein bisschen nach hinten schmeißt. Die Frage ist, ob es das Spiel noch dreht. In der Zwischenzeit sind die Mutas hier hinten in Queenies Base, reißen eine Verteidigungsstruktur nach der anderen rein und zwingen die Probes vom Minen abzuziehen. Jetzt diese Basis hier, wie gesagt, völlig übersaturiert mit 41 Workern. Das Income sackt immer weiter nach unten ab. Es sind nur noch 500 Mineralien übrig, 500 Mineralien Unterschied, Entschuldigung, die sich jetzt hier inzwischen pro Minute dann anstauen und damit letztendlich die Optionen, die Queenie noch bleiben, immer mehr eingrenzen. Queenie jetzt im Augenblick ein bisschen untätig vorne an der Front, weil sie sich hinten eben gegen die Mutas verteidigen muss. So stehen jetzt ihre Einheiten ein Stück weit verwundbar noch hier unten rum, aber sämtliche Einheiten, die Livy produziert, werden direkt nach vorne geschickt und es sieht so aus, als würde es erneut ein Base Race geben. Abermals kann Queenie sich nicht zurückteleportieren. Mothership Core ist out of position und hat auch gar nicht genügend Energie, um dann noch irgendwas reißen zu können. Das heißt, das ist jetzt letztendlich Queenies letzter Stand. Sie muss jetzt versuchen, ihre Gegnerin dermaßen einzureißen, dass es dann tatsächlich genügt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Das sind nicht mehr viele Stalker. Das sind noch ein paar Stalker und ein paar Protektoren, ein paar Sentries. Sie hat aber jetzt auch eine ganze Menge Mutas verloren in der Attacke hier vorne auf die Mainbase. Fliegt jetzt sogar nochmal rein, die Nexus kennen. Und jetzt sind wir inzwischen an dem Punkt, wo Livy tatsächlich nicht mehr die Armee womöglich zur Verfügung stehen hat, um da noch gegen ihre Gegnerin vorzugehen. Muss jetzt also gegen den Base Race gehen, hat allerdings nicht den Schadensoutput, um tatsächlich Queenies Gebäude sehr effektiv einreißen zu können. Und das sieht mir sehr danach aus, als würde Queenie jetzt letztendlich diesen Base Race gewinnen. Dieses Base Race gewinnen. Der Leer geht jetzt gleich down. Hier vor allen Dingen dann eben auch der Schössling. Damit dann keine Möglichkeit mehr, Mutas zu produzieren. Aber die hätten wir ohnehin nicht, weil das Gas-Income im Grunde gleich null ist. Hier drüben zumindest schon mal die vierte Basis genommen. Aber sonderlich unauffällig ist die auch nicht. Queenie verteilt bereits jetzt schon mal... Livy verteilt jetzt bereits schon mal ihre ersten Drohnen. Sie hat jetzt auch noch ein paar Mineralien übrig, kann also noch ein paar weitere Gebäude platzieren. Wir sind im Grunde wieder in einer ähnlichen Position wie bei Spiel 1. Nur, dass es dieses Mal, würde ich sogar sagen, für Livy noch mal ein bisschen schlechter aussieht.
Sie hat jetzt zumindest eben zwei Basen an unterschiedlichen Ecken der Map positioniert. Es wird also tatsächlich für Queenie ein bisschen Zeit brauchen, die alle niederzureißen und vor allen Dingen zu finden. Denn da es ja nun mal Hatcheries sind, wird ihre Gegnerin ja auch nicht aufgedeckt, nachdem die Gebäude zerstört sind. Viel ärgerlicher vielleicht, dass tatsächlich hier hinten noch Gebäude nicht eingerissen worden sind. Aber ich denke auch für Queenie gilt jetzt als erstes eben das Motto, dass sie versuchen will, schnell wie möglich die Basen zu finden, um dann eben ihre Gegnerin zum Aufdecken zu zwingen. Aber natürlich haben wir jetzt hier hinten zwei Gebäude, die nach und nach sterben werden, sobald der Creep wegzieht. Das dauert trotzdem eine geraume Zeit. Also so schnell verlieren die Gebäude. Die verlieren doch eigentlich relativ fix die Punkte, aber es geht. Es braucht letztendlich eben doch noch eine ganze Menge Zeit. Jetzt schickt sie die ersten Einheiten wieder rein. Vor allem der Extraktor, der stirbt halt nicht. Der bleibt auch ohne Creep locker erhalten. Jetzt werden, wie gesagt, noch die systemrelevanten Tech-Gebäude weggekillt. Ja, und es sieht fast so aus, als hätte Livy sich jetzt tatsächlich entschieden, doch nochmal den offenen Kampf zu suchen. Dank Creep sieht sie natürlich teilweise, wenn Einheiten irgendwo vereinzelt vielleicht auf der Karte umherstreuen, hat damit womöglich doch nochmal die Möglichkeit, einzelne Einheiten, wie jetzt eben hier die Zealots, nochmal wegzupicken. Muss natürlich immer höllisch aufpassen, dass sie keinen der Mutas verliert. Letztendlich die Mutas natürlich mit einer sehr hohen Regenerationsrate gesegnet. Sobald also Livy B es für einen Augenblick schafft, die Mutas nicht in einem offenen Engagement zu benutzen, heilen die sich relativ schnell wieder auf volle Gesundheit hoch. Wenn es Livy also tatsächlich schaffen sollte, immer wieder einzelne Einheiten hier und da wegzupicken, solange eben den Teil der Armee, den sie engaged, nicht zu groß ist, könnte sie das Spiel nach wie vor noch herumreißen. Aber es wird natürlich eng. Ihre Gegnerin baut jetzt inzwischen hier ihre Natural Base wieder auf, während Livy kaum die Möglichkeit hat, überhaupt irgendwas zu produzieren. Sie baut jetzt zwar Drohnen hoch, aber nach wie vor ist Queenie natürlich on the hunt. Sie versucht jetzt hier nach und nach alle gegnerischen Gebäude aufzustöbern und dann auch zu eliminieren. Wie gesagt, das ist sicherlich eine Position, an der sie nicht so früh suchen wird. Sie hat auch dieses Mal keine Möglichkeit richtiger Air-Unterstützung, hat aber natürlich die Möglichkeit, auch nochmal Hallucinated Phoenixe zu schmeißen. Hier sind noch Halluzinationen übrig, mit denen sie dann das Ganze ausnehmen kann. Hier jetzt, wie gesagt, das Engagement, das sie vielleicht haben wollte, rückt jetzt hier mit den Mutas aber vor, verliert natürlich auch selber eine ganze Menge, pickt jetzt hier, wie gesagt, die restliche Anti-Air weg. Und das könnte natürlich jetzt ein richtig herber Verlust für Queenie sein, wenn sie dann eben über keinerlei Anti-Air-Einheiten mehr verfügt, denn dann wird es womöglich eben unmöglich gegen die Mutalisten hier noch vorzugehen. Da hilft dann auch der größere Supply Count nicht. Und jetzt sind wir eben genau an dem Punkt. Die Zealots müssen jetzt fliehen, werden hier von den wenigen, aber eben überlegenen Mutas dominiert und traktiert. Hier hinten jetzt aber inzwischen schon Arkans herangemorpht und weitere Hetzer in Produktion. Das Ganze also nur eine kleine Atempause für Livy B, die jetzt zumindest einen kleinen Sieg errungen hat und fast sogar noch einen weiteren Muta verliert. Tja, aber nach wie vor, ich meine, was für eine Armee will sie jetzt bauen? Mit was für einer Armee will sie gegen Queenie angehen? Queenie kann sich jetzt überlegen, ob sie sich nochmal kurz zurücklehnt, versucht ihre Gegnerin noch ein bisschen hochdrohen zu lassen, dabei selbst nochmal ein bisschen hochtackt. Sie weiß natürlich nicht hundertprozentig, in was für einem Vorteil sie ist. Sie weiß, sie hat ihrer Gegnerin natürlich eine Menge Basen gekillt und die Tech-Gebäude alle weggeschossen. Sie weiß aber nicht, wie lange natürlich hier womöglich schon andere Basen stehen, aber auch die Basis, wie gesagt, ist nicht mehr verteidigt. Im Grunde eigentlich fast nur noch eine Frage der Zeit. Queenie muss eigentlich nur noch Sorge tragen, dass die Einheiten, die ausrücken, vornehmlich eben gegen Mutas nicht mehr verlieren können. Da sind jetzt zwar teilweise noch ein paar Zerglinge und so gespawnt, aber um die kümmern sich zum Beispiel auch locker die Arkans, das ist also kein Problem. Da muss sie also mit den Stalkern keine Angst haben. Und die Stalker in Kombination mit den Arkans sind auch den Mutas überlegen. So, gleichzeitig jetzt Livy B auch nochmal on the run, versucht jetzt hier nochmal nach vorne zu drücken, um da vielleicht auch ihrer Gegnerin eben ein bisschen Schaden zu machen. Sie weiß, dass ihre Gegnerin unterwegs auf der Karte ist und versucht, ihre eigenen Basen zu finden. Das wird sie natürlich ausnutzen, um eben womöglich Lücken in der Verteidigung zu entdecken, aber Queenie zu clever in der Hinsicht, hat hier einfach schon überall genügend Einheiten positioniert, sodass sie eben gegen diese Art Trick nicht mehr verlieren kann. Tja, und der Rest ist jetzt eigentlich mehr oder minder nur noch ein Zeitrennen. Livy versucht noch verzweifelt irgendwie das Spiel hier zu retten, re-expandiert wieder in ihrer eigenen Main. Das ist, wie gesagt, eine Position, die man vielleicht auch eben lange nicht erwarten würde, schlichtweg deswegen, weil die Ressourcen eben hier einfach so unattraktiv sind. Jetzt die nächste Basis aufgespürt und das vor allem eben auch wieder eine wichtige Basis, die eben auch weiter Ressourcen ranschafft. Jetzt wird eben auch wieder das einzige Tech-Gebäude weggekillt, das überhaupt noch übrig war in Form des Blutschleim-Pools. Damit jetzt für Livy nicht mal mehr die Möglichkeit, Linge zu produzieren. Und dabei würde sie doch so liebend gern nochmal irgendwo hochdecken. Ich versuche jetzt hier nochmal durch die Front reinzukommen und eben womöglich mit den Einheiten, die sie hat, hier drüben noch ein bisschen weg zu teleportieren. Interessanter Teleport hier von Queenie. Im Grunde auf den eigenen Bereich, aber dadurch hat sie tatsächlich ein bisschen Zeit gewonnen.
hier eben die Einheiten nochmal zu retten, einfach indem sie, wie gesagt, den einen Nexus teleportiert hat. Interessante Wahl. So, in der Zwischenzeit marschieren weiterhin die Einheiten hier raus. Sie hat nach wie vor keine konkrete Ahnung, wo ihre Gegnerin ist. Aus ihrer Sicht sehen wir das, wie gesagt, sehr genau. Checkt jetzt erstmal die naheliegenden Basen. Hat hier drüben eben ganz knapp jetzt die Einheiten auch nicht gesehen, die sich da bewegt haben. Aber da sie, wie gesagt, mit zwei größeren Blöcken Armee über die Karte marschiert und jetzt auch hier selbst reexpandiert, ist es, wie gesagt, nur noch eine Zeitfrage, bis Livy B niedergerungen sein wird. Sie versucht, wie gesagt, eben verzweifelt nochmal irgendwie sowohl ihre Economy als eben auch nochmal Tech-Gebäude irgendwie hochzuziehen. Aber nach dem Brutschleimpool fehlt es dann erstmal an Gas und letztendlich eben auch an anderem Einkommen, um noch irgendwas zu bauen, was effektiv noch mit Queenies Armee zurande kommt, die inzwischen jetzt 70 Supply höher ist. Und auch wenn natürlich Livy nicht hundertprozentig Sicht hat, was ihre Gegnerin jetzt eigentlich besitzt oder worüber sie verfügt, ja, da ist das GG und Queenie zieht auf 2-2 ran. So, wir befinden uns auf der definitiv letzten Map des heutigen Abends auf Expedition Lost und in der linken unteren Ecke gespawnt als Rosa Sack haben wir Livy B. Und befindlich in der oberen rechten Ecke als Blau-Protoss-Spielerin haben wir Queenie aus Schweden. So, da ist der erste Overlord mal wieder unterwegs. Mal schauen, was die beiden sich letztendlich überlegt haben. Sieht nicht so aus, als würde eine von beiden schießen wollen. Wir haben keinen frühen Pool, wir haben keine Proxy-Pylonen, wir haben gar nichts. Tja, bei einem 2 zu 2 und 100 Dollar Preisgeld, die auf dem Spiel stehen, traut man sich vielleicht doch nicht so einfach, den Sieg womöglich wegzuwerfen, indem man einen gescheiterten Cheese produziert. Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, die Map bietet sich ja tatsächlich zumindest für die ein oder anderen Shenanigans an. Wir werden sehen, ob davon etwas kommt oder nicht, denn diese Backdoor Rocks hier hinten sind schon von so manchen Spielern vielleicht nicht zwingend völlig vergessen worden, aber zumindest nicht immer ganz sauber überwacht worden und haben schon für das ein oder andere gekippte Spiel gesorgt, einfach weil Leute, wie gesagt, nicht dran gedacht haben. Schöner Scout hier von Libby B, die ihren Overlord erstmal hier nach hinten geschickt hat, um eben zu gucken, ob da nicht vielleicht irgendwo Inbase-Proxy-Gates sind. Ja, sehr schön überwacht von hier, zieht jetzt auch dementsprechend den Overlord erstmal nach vorne und dann in dem Bereich will, wie gesagt, absolut sicher gehen, dass ihre Gegnerin nicht versucht, sie zu cheesen. Das also, wie gesagt, schön in Hinterhand gehalten von Libby hier. Assimilator hier jetzt gebaut nach dem Warp-Knoten. Das sieht man also bisher nach dem absoluten klassischen Standard-Opening von Queenie aus. Aber das ist, wie gesagt, immer das große Problem bei Protoss. Man kann lange Zeit eigentlich gar nicht genau sagen, was die Protoss-Spieler vorhaben, solange es eben kein Cheese ist, weil eben die ersten fünf Gebäude im Normalfall immer die gleichen sind. Ja, von daher, zumindest in diesem Matchup, da ist nur wenig Platz für Varianz. So, Brutschleimpool jetzt hier gleich fertig und danach jetzt erst die Brutstätte gebaut. Dieses Mal also tatsächlich für Levi die Möglichkeit, ein bisschen früher Säuglinge zu produzieren. Weiß nicht ganz genau, was sie jetzt dazu tatsächlich bewegt hat. Vielleicht will sie eben einfach nur ultra-safe spielen und einfach absolut sicher sein, dass sie nicht gegen irgendeine Art von Cheese verliert. Vielleicht will sie selber ein bisschen Druck aufbauen, aber dazu müsste sie schon ein paar Länge mehr produzieren und vor allen Dingen auch vielleicht versuchen, früher in Speed zu gehen. Das Ganze sieht mir also eher nach einer Sicherheitsmaßnahme aus als nach irgendwas anderem. So, hier unten der Berserker zum Abschrecken unterwegs. Queenie wird jetzt gleich ihre Basis hier platzieren. Hier oben jetzt das Warpgate-Upgrade in Produktion. Interessanterweise bisher nur auf einem Gas geblieben, aber das sorgt vor allen Dingen dafür, dass wir ein etwas größeres Mineralien-Income haben und damit dann die Möglichkeit haben, diesen Nexus hier ein bisschen früher zu setzen. Im Augenblick setzt auch die Drohnenproduktion ein bisschen aus, weil wir jetzt aber natürlich auch den Mothership-Core hinterher produzieren. Die Sondenproduktion, Entschuldigung. Ja, wie man hier sieht, ne? Ich sage ja, also Libby B, bisschen paranoisch, aber wie gesagt, besser safe than sorry. Und checkt jetzt hier wirklich absolut alle klassischen Proxy-Pylonen-Positionen, die man auf dieser Map auch nur finden kann. Wie gesagt, sehr, sehr ausführlich, very thorough, ne, wie sie hier also vorgeht. Sehr gründlich. Während inzwischen jetzt Queenie hier vorne beginnt, ihre Rampe zuzumauern, damit eben Zergling-Einheiten hier nicht einfach hindurchströmen können, um dann eben überall Chaos und Terror und Todesangst und Gedeih und Verderb zu liefern.
So, Mothership Core ein Stück weit unterwegs, bewegt sich jetzt hier ein bisschen weit auf die Map raus. Größtenteils wohl eben ein bisschen zum Scouten, will vielleicht auch mal gucken, ob hier eben eine dritte Basis ist. Denn das ist, wie gesagt, eine sehr entscheidende Information und bisher eben auch genau der Punkt, der mich im Augenblick noch ein bisschen irritiert. Liegt aber, wie gesagt, daran, dass Libby jetzt dieses Mal sich eben entschieden hat, hier, wie gesagt, in den Brutschleimpool zu investieren, relativ früh. Und dann jetzt eben auch in den Speed zu gehen, dadurch eben Ressourcen vergeben, die dann eben nicht mehr so sehr zum Droning zur Verfügung stehen. Und so wie es aussieht, soll das hier wohl ein Ling-Roach-Timing werden, was Libby hier anstrebt. Und damit also tatsächlich ein etwas stärkerer All-In-Build. Interessant natürlich jetzt von Queenie, dass sie jetzt gleich merken wird, dass hier drüben bei 6 Minuten noch keine dritte Basis genommen wird. Und damit wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit wissen, was los ist. Sie wird jetzt nochmal hier drüben die andere Basis checken, weil sie eben ganz sicher sein muss, dass da auch definitiv keine dritte kommt. Latscht jetzt hier zumindest nochmal in die Natural, da wird es allerdings nicht allzu viel geschehen machen. Da sind zumindest jetzt noch ein paar weitere Dinge draußen, die mit Unterstützung der beiden Queens jetzt hier diese Armee locker wegtreiben werden. Muss jetzt hier im Grunde sogar noch aufpassen, dass er selten nicht verliert, kann ihn aber nicht mehr retten. Der Mothership Core wird auf jeden Fall davonkommen, weil Queens nun mal outside of Creep einfach unfassbar langsam sind. Wer wissen will, wie langsam die genau sind, guckt sich die entsprechenden Carbot-Videos an und er wird wissen, was ich meine. Oh, Overlord zieht hier drüben schon mal ein bisschen in Position. Hier hinten ist der nächste Overlord reingezogen. Wundert mich ehrlich gesagt, dass der nicht ein bisschen weiter nach vorne drückt. Soll das Ganze? Nee, das ist doch kein Neidesspiel. Haben wir hier auch nicht. Da drüben kommt jetzt endlich die dritte Brutstätte. Da sind jetzt die nächsten Linge unterwegs, aber auch keine weiteren Roaches. Also wie gesagt, ich glaube, Livy hat sich hier womöglich ein bisschen verschätzt, was den Push angeht. Naja, sie hat zumindest die Vorgates jetzt erwartet, hat jetzt die Einheiten allerdings auch rausgemoved, hat jetzt hier hinten zumindest eine ganze Menge an Armee produziert, versucht jetzt zeitgleich, während sie hier hinten eben ihre dritte irgendwie retten muss und diesen Proxy-Pylon hier drüben noch abbricht, ihre Einheiten jetzt nach vorne gezogen, versucht hier durch eine Lücke irgendwo durchzubrechen, aber Queenie hat aufgepasst und die Wall zugemacht. So, jetzt haben wir hier drüben eben das dicke Problem, dass tatsächlich die einzigen drei Verteidigungs-Roaches, die sich im Augenblick hier befinden, einfach direkt von zwei Force-Fields und den Selects zerpflückt werden. Jetzt sind im Augenblick nur noch Linge zur Verfügung, die reichen aber aus, um zumindest Queenie zum Rückzug zu zwingen. Ja, und ich würde nicht sagen, also sie liegt natürlich ein Stück weit zurück, vor allen Dingen, wenn wir uns jetzt halt hier, ja, im Augenblick geht sogar noch, was die Drohnen angeht, aber eben nicht so weit zurück. Die Supplies gehen jetzt hier ein bisschen weiter auseinander, als das tatsächlich so hart der Fall ist. Das wirkt jetzt ein bisschen irreführend. Der größte Unterschied befindet sich eigentlich, oder befand sich zumindest bis eben noch, in dem Armeebereich, der jetzt aber wie gesagt im Augenblick noch nicht so wichtig ist. Livy, dadurch, dass sie wie gesagt in so viele frühe Einheiten investiert hat, weil sie wohl offensichtlich einen größeren Push befürchtete, als da de facto kam, hat jetzt sehr, sehr lange ihre dritte Basis verzögert und damit eben noch nicht den typischen Economy Lead, den ein Zerg normalerweise eben um die 10 Minuten Marke hat. So, hier rücken jetzt weitere Einheiten nach vorne. Livy hat's gesehen, weiß also definitiv, welche Sachen da ihres Weges kommen. Sie hat zumindest ziemlich sichergestellt, mit Hilfe dieses Watchtowers und eben auch ihren ganzen Scouting-Lingen, dass eben keine wirklich nahen Proxy-Pylonen zur Verfügung stehen. Der nächste Proxy-Pylon eben hier drüben auf der rechten Flanke steht da zur Verfügung. Womöglich sieht jetzt Livy auch gleich zumindest mit diesen Einheiten, dass eben hier weitere Stalker reinmarschieren. Hat jetzt also zumindest eine grobe Vorstellung, wo die Einheiten sind. Nichtsdestotrotz ist diese Armee in Kombination mit den Sentries schon eine gefährliche Sache. Dummerweise haben die alle keine Energie mehr und das sorgt im Endeffekt auch direkt dafür, dass das Queenie hier zurücktransportiert. Hat wohl gedacht, da wären noch weitere Force Fields oder ja, vor allen Dingen Force Fields auf den Sentries vorhanden. Dummerweise waren die kleinen Kerlchen schon vom ersten Angriff ziemlich geschlaucht und hatten damit jetzt nicht mehr genügend Energie, um Force Fields zu werfen. Ja, und ohne Force Fields wollen wir mit dieser fragilen Armee normalerweise keine Zerg-Armee engagen. Dummerweise haben die Schaben noch keinen Speed, wenn ich das richtig sehe. Ist er schon angedrückt? Die bewegen sich irgendwie so langsam. Nö, da ist noch keine erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Da hat sie das Speed-Upgrade noch nicht angedrückt. Hat sie überhaupt einen Leer? Ja, der ist zumindest hier fertig. Okay, also wie gesagt, Speed jetzt vielleicht gleich auf dem Weg. Da kommt es auch schon. Und so lange müssen sich die Schaben eben noch in verminderter Geschwindigkeit bewegen. Das ist natürlich immer besonders kritisch, dann irgendwelche Rampen hoch zu engagen, weil eben genau das Problem ist. Ja? Selbst wenn wir dann eben die Sentries noch rechtzeitig sehen und vielleicht uns wieder zurückziehen wollen, können wir das teilweise einfach nicht mehr, weil die verdammten Einheiten einfach nicht schnell genug sind. Und damit kriegen wir dann eben wie hier drüben vielleicht ein paar Roaches relativ leicht für Cree weggepickt. So, und jetzt in der Zwischenzeit, wie gesagt, Queenie in gar keiner so schlechten Position. Klar, sie ist natürlich, was den Supply angeht, leicht hinten. Das ist aber in dem Matchup relativ normal. Ein Zerg kann eben aufgrund der Larvenmechanik und der Mass-Production-Mechanik einfach ein bisschen schneller produzieren als ein Protoss. Aber dieser Unterschied hier ist nicht sonderlich signifikant. Besonders wichtig vor allem der Bereich hier unten, bei dem Queenie im Augenblick nur, in Anführungszeichen, 7 Worker hinten liegt.
30 weitere Dinge hier jetzt in Produktion, Maßen in Production, du weißt, dass hier drüben ein weiterer Push nahe kommt. Und ansonsten im Grunde eigentlich wirklich schönes Positioning, schönes Positionsspiel hier von Frini, die eben immer wieder ein Stückchen nach vorne drückt, sich wieder zurückzieht, wieder ein Stückchen nach vorne drückt, sich wieder zurückzieht, dadurch auch konstant ihre Gegnerin dazu bringt, eben in weitere Einheiten zu produzieren. Und jetzt hier ihre Gegnerin sehr schön in eine Falle gelockt hat, wo sie eben hier die linke, die rechte Flanke einfach hier abgeblockt hat, sodass die Einheit jetzt im Augenblick nicht reinkommt. Ist jetzt selber hier in die Natural reingekommen, kann jetzt die sämtlichen Einheiten aus der Natural aussperren und jetzt gibt es tatsächlich keine weitere Möglichkeit mehr für ihre Gegnerin hier reinzukommen. Sie wird jetzt also die Natural hier drüben verlieren und dann eben womöglich, wenn es ihre Gegnerin auch noch schafft, diese Rampe hochzukommen und sie ebenfalls wieder zuzumauern, was ihr wahrscheinlich gelingen wird, dann hat sie auch nicht mal mehr die Möglichkeit, ihre eigene Mainbase zu retten, während gleichzeitig Queenie eben die Möglichkeit hat, anschließend sogar jederzeit hier rauszurücken, falls es nötig sein sollte. Leider hier sogar noch einige Schaden auf Rally Command werden dafür also sogar noch rausgefickt, ohne auch nur irgendeinen Schaden zu machen. Und wieder ist es für Lilly das Stichwort, dass sie jetzt hier auf ihrer Seite der Karte nichts mehr wirklich mit retten können. Stattdessen setzt sie zum Gegenangriff an, hofft jetzt eben auch hier wieder das Base Race womöglich gewinnen zu können, setzt bereits die ersten beiden Gebäude. Interessant, dass Queenie sich jetzt auch hier dafür entscheidet, erstmal wieder rein zu teleportieren, ihr eigenes Gebäude zu sichern. Ich persönlich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt glaube ich, aber das ist natürlich immer leicht zu beurteilen, falls das eben so nötig ist, falls man eben jetzt, das ist immer sehr leicht zu beurteilen ist, wenn man natürlich außen vor sitzt. Aber ich denke, es wäre tatsächlich eine klügere Wahl gewesen, den Leer auch noch umzudrücken und erst dann zurück zu teleportieren, denn zu dem Zeitpunkt saßen wir einfach auf den besseren Basen. Ne? Also wenn Queenie jetzt dieses Gebäude auch noch umgedruckt hätte, dann hätte Libby B nichts anderes mehr gehabt als diese Hatchery und wäre damit auf Hatchery Tech zurückgefallen, hätte nur eine einzige Basis, die überhaupt meint. Wir hätten vielleicht die Basis hier drüben verloren, hätten uns aber da rein teleportieren können, die der Armee dann eben noch den Garaus machen, hätten locker auf zwei Basen gehangen und hätten unseren gesamten Tech noch gehabt. Aber hätte, hätte, Fahrradkette ist wie gesagt nicht immer so einfach zu entscheiden, wenn man unter dem Druck steht, da selber zu spielen. So, jetzt wird womöglich hier drüben allerdings Queenie ihre eigene Dritte eingerissen und das wäre jetzt auch für sie tatsächlich ein etwas unangenehmer Verlust. Gleichzeitig ist sie jetzt wieder ein bisschen out of position auf der anderen Seite der Map. Sie hat genügend Energie für den Recall, gibt diese Basis jetzt in den Falle auf, rückt jetzt selber in die dritte Basis vor und wird damit dann vermutlich eben die Basis rausnehmen, die jetzt im Augenblick noch am wichtigsten Ressourcen herbeischafft. Ne? Denn sobald die Basis eben weg ist, die Basis hier drüben ist fast leer, die Basis hier drüben wurde zumindest auch schon ordentlich bearbeitet und kann im Augenblick nicht bearbeitet werden, weil eben die Hatchery da ja vorhin schon gestorben ist. Und wenn diese Basis jetzt ebenfalls stirbt, dann ist es mit den Ressourcen erstmal ziemlich essig. Und wir können jetzt hier im Grunde, wie gesagt, fast zugucken, wie eben die Ressourcen ins Bodenlose droppen. Ne, nicht ganz so schlimm, aber ist schon derbe. So, in der Zwischenzeit haben wir drüben eben einfach genügend Kanonen und auch noch genügend Force Fields, um hier eben zumindest erstmal die gegendrückende Armee von Libby B abzuhalten. Tja, und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Damen und Herren, das sieht für Queenie in der Tat wieder hervorragend aus und sieht fast so aus, als könnte sie in der Tat das dritte Spiel ebenfalls für sich entscheiden und damit dann eben das Preisgeld auch holen. Livy hat im Augenblick zwar noch ein paar Roaches übrig, aber jetzt sind wie gesagt auch schon die ersten Immortal draußen. Wir haben leider momentan, soweit ich das sehe, keine Energie auf den Sentries, aber die Armee ist tatsächlich auch so zu schlagen, ohne dass wir mit Force Fields rangehen. Vor allen Dingen, wenn natürlich hier ein Missmove nochmal dafür sorgt, dass wir einzelne Einheiten hier de facto ausliefern. Ja, und Livy jetzt eigentlich in Full-Out-Retreat, muss sich jetzt hier vollständig zurückziehen, hat keine echte Möglichkeit mehr, da die Protoss-Armee tatsächlich noch direkt anzugreifen. Gewinnt jetzt wenigstens nochmal einige Sentries. Schöne Force Fields hier allerdings nochmal, in der jetzt die letzten Roaches rausgepickt werden. Und bei fast doppeltem Supply von Queenie, die im Augenblick, wie gesagt, noch ihren gesamten Tech besitzt, und wenigstens auf zwei Basen meint, auch wenn diese Basis jetzt hier bald dry wird, wird jetzt auch wieder hier einfach reinmarschieren. Die kann jetzt einfach das direkte Engagement suchen. Da gibt es keine großen Chancen mehr für Livy. Sie versucht jetzt, wie gesagt, noch irgendwie nach Möglichkeit ihre Gegnerin noch ein bisschen aufzuhalten, noch ein bisschen Zeit zu schinden, um vielleicht irgendwas noch geschehen zu machen. Aber das ist nicht mal mehr ein Base Race. Also sie hat, wie gesagt, nimmt jetzt hier, versucht jetzt hier zumindest mal die Rocks rauszunehmen, um damit wenigstens mal durch die Hintertür in die Mainbasis reinzukommen. Aber das wird Ewigkeiten dauern. Versucht jetzt hier drüben zumindest noch ihre letzten Drohnen zu retten. Die werden von Queenie direkt aufgespürt und sogar noch primär rausgefokust. Sodass also selbst wenn jetzt letztendlich erstmal Gebäude stehen, von denen wir Ressourcen abernten könnten, wir überhaupt keine Arbeiter mehr haben, mit denen wir diese Ressourcen abernten könnten. 56 zu 6 Arbeiter, der leer fällt, die letzten Dinge werden sogar auch noch eingesteckt und weggenommen. Nur ein kleiner Kollege kann sich noch hektisch ins Eck retten, um von der Tragödie zu erzählen. Und wir warten aufs GG, meine Damen und Herren. Wir warten aufs GG. Die Rocks brechen noch ein.
Queenie hat den Mothership Core nicht dabei, muss also tatsächlich die komplette Map überqueren, wenn sie jetzt in ihre eigene Basis will. Aber das braucht sie noch nicht, denn da stehen Cannons und jede Menge Stalker. Und der Mothership Core. GG, well played. Queenie gewinnt das Match 3 zu 2.